heute ist es soweit, wir spielen GTA San Andreas endlich durch, wenn wir nämlich mal in die Einstellungen gehen und dort auf Statistiken sehen wir, wir haben 49,7% durch, bei ca. 54% ist das Spiel durchgespielt, das werden wir heute machen, dann haben wir nämlich den GTA-Marathon eine Stufe weiter, denn aktuell sind wir dabei, den GTA-Marathon zu spielen. Genau, und wir sind ja auch schon mitten auf der Highway in Las Venturas. Allerdings ist unsere nächste Mission mit CJ etwas außerhalb der Stadt wieder, eher tendenziell in der Richtung von Los Santos. Und dementsprechend fahren wir jetzt ja auch hier runter. Ah, nee, warte mal, wir haben ja noch den Heist, nicht wahr? Wir haben noch den Heist, den haben wir noch nicht gespielt. Oder wollen wir uns den aufheben bis zum Ende? Wir können uns den auch als krönendes Finale fürs Ende aufheben. Dann lass uns erstmal hier die Main Story durchspielen und dann heben wir uns den Finale, den Heist, weil er ja doch ziemlich cool ist, nochmal fürs als Special ganz am Ende auf, oder? Ich glaube, das ist eine bessere Strategie. Pepino, was geht, na? Habe auf Insta gesehen, du hast schon GTA 6. Alter, ja, selbstverständlich habe ich schon GTA 6. So, dann fahren wir mal hier hoch im Hochgeschwindigkeitsmodus. Eieiei. Habt ihr den gerade gesehen? Der ist ja lebensmüde. Erinnert mich mal bitte dran, dass ich so gegen 19 Uhr noch mein GTA Online reingehe und dort meine Autos verkaufe. Weil dann ist wieder Verkaufslimit zu Ende. Abklingzeit. Julius, Hallöchen. Habt ihr heute irgendwas Besonderes gemacht? Immerhin ist Feiertag. Habt ihr da irgendwas ganz Tolles gemacht? Ansonsten kommt später noch ein, in Anführungszeichen, normales Short online. Kein April-Scherz-Short. Sondern nochmal ein richtiges kommt auch noch. Beziehungsweise TikTok. Also, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Content. Leon, hallo. Eieiei, Lemon Dave. Dann mal gute Besserung, mein Lieber. Für 300 Kanalpunkte, nee, das ist zu wenig, mein Lieber. Dann wird das nur gespammt. Dann wird das zu viel. Warte, ich kann es reinmachen für Kanalpunkte, aber dann wird es sehr, sehr teuer. Dann wären das wirklich extrem viele. Aber dann wären das schon so 30.000 oder so. Wir spielen GTA San Andreas. Genau, Solf. Wir sind nämlich dabei. Alle GTA-Teile nochmal durchzuspielen, bis GTA 6 erscheint. Soll das GTA 6 sein? Nein, natürlich nicht. Es geht ja so. Wir schauen die Cutscene und dabei probiere ich mal noch einen Text-to-Speech billiger reinzumachen. Wer ist das denn? Hello, boss, man. Almost I'm tired of your fucking little job. Oh. Hallo, dies ist eine Testnachricht. Hallo, dies ist eine Testnachricht. Hallo, dies ist eine. Welche Stimme nehmen wir denn? Männlich oder weiblich? Hallo, dies ist. Männlich oder weiblich als Text-to-Speech? Hans. Die heißen hier leider nicht Hans und so, die heißen nur Voice A. Voice B, C, D, E. Also zur Auswahl steht, Achtung, das ist Stimme Nummer 1. Hallo, dies ist eine Testnachricht. Vielen Dank für die Verwendung von... Das ist 2. Ja, das ist 2. Dies ist eine Testnachricht. Vielen Dank für die Verwendung. Hallo, das ist 3. Dies ist eine Testnachricht. 4. Hallo, dies ist eine Test... 5. Hallo, dies ist eine Testnachricht. Vielen Dank für die Verwendung von Sound. Und das 6. Hallo, dies ist eine Testnachricht. Vielen Dank für die Verwendung. Ich glaube, das ist schon so die klassischste, ne? Oder? Da kann man auch sagen, Magda liest es immer vor. Hallo, dies... Ich fand die letzte schon am besten, glaube ich. Hallo, dies ist eine Testnachricht. Vielen Dank für die Verwendung von Sound Alerts. Ich glaube, es ist schon die beste, oder? Gut. Da ist sie jetzt drin für 15.000 Kanalpunkte. Gut. Bin gespannt, wer als erstes was Hallo sagt. Ah, ist Sammy, was geht? Gut, wir haben eine Mission. Ich habe jetzt gar nicht auf die Cutscene geachtet, muss ich gestehen. Aber egal, das kriegen wir auch so hin. Florian, was geht mal besser? Das ist das beste Spiel von der Reihe. Ja, ich finde GTA San Andreas schon nicht verkehrt. Ich muss sagen, ich finde GTA San Andreas jetzt nicht so verkehrt, muss ich gestehen. Kannst du bitte für 2000 machen? Nee, mein Lieber. Dann wird es zu viel gespammt. Dann wird es zu viel. Frohe Ostern, meine lieben Zuckerpuppenherz. Danke, Sammy. Wünsche ich dir auch, meine Liebe. Wünsche ich dir auch. Julian, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Boah, ich muss ja echt meinen Tee gleich trinken. Irgendwie übel Halsschmerzen. Ich hatte auch gestern so einen Druck auf den Ohren irgendwie. Schön, ein bisschen weird. Guck mal hier, das ist der Würfelpark. Den gibt's auch in GTA 5. Nur, dass er da ein bisschen anders aussieht. Was müssen wir jetzt hier machen? Hey, sweet, was geht mit Rockstar Games Sticker? Sehr gut. Hey, man. Let me get you some of this bullshit. What you mean, man? You never did get it. Hey, man, you don't want to be in the hood? No, that's what you done for our hood? Hood done for me. Always hood shipping. Hallo, unser Süßer. Danke für die geilen Streams. Mach weiter so, Kuss. Sweet scheint irgendwie nicht ganz so begeistert davon zu sein, dass wir aussteigen wollen aus dem Gangleben, nicht? Fuck Street zu Grove Street. Und damit sind wir zurück. Zurück in dem Ghetto. Eieieiei, wir hätten es fast geschafft, Freunde. Wir haben eine WG in einer fetten Villa
Es ist alles nice, alles scheint gut und jetzt kommt der Sweet und zieht uns wieder runter. Eieiei, das ist schon dramatisch. Dramatisch. Mal schauen. Oh, ganz schön viele Ballers hier, muss man sagen. Bisschen viele Ballers für meinen Geschmack. Matze, was geht? Dankeschön für die Besserungswünsche. Leute, ich sag's nochmal, gell? Wenn es euch egal ist, ob ihr auf YouTube oder auf Twitch schaut, dann lieber auf YouTube auf dem Zweitkanal, sind wir auch live. Wäre klasse, wenn ihr dort gucken würdet, weil da sind wir gerade noch dabei, die Wiedergabezeit zu ergattern. Wir sollten die auch in der Woche geschafft haben. Zumindest für einen kleinen YouTube-Partner, dann geht's weiter zum Großen. Erledige alle Crack-Dealer in deinem Viertel, damit die Gang gesund bleibt. Na dann. Hey, Cracky! Cracky, Cracky! Jetzt schießen wir im Viertel noch alle Dealer kaputt. Oh, da kann auch. Digga, komm, der ist wirklich mit einer Pistole. Aber die ergeben sich alle. Ich fühle mich ja schon ein bisschen schlecht, auf jemanden zu schießen, der sich ergibt. Aber gut, er dealt mit Crack. Das können wir nicht zulassen. Erobere jetzt das Viertel zurück. Oh, yes, es geht Richtung Endgame. Die sind's eigentlich, die Baller sind schon eigentlich nicht wert. Jetzt mit meinem wunderschönen, teuren, mit meinem teuren M4-Gewehr gekillt zu werden. Oder M16 oder so. Suchen wir mal hier ein paar Ballers. Wir haben nur einen Stern, das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Aber wenn die Cops jetzt auch noch mitmischen, wird's schwierig. Ist der blau oder ist der lila? Ja, ist kein Game-Mitglied. Dann hätte er auf uns geschossen. Der aber. Nö, doch nicht. Du hast einen Bandenkrieg provoziert, sehr gut. Oh shit, oh shit. Haben wir irgendwas, das explodiert? Ja. Hä? Du hast die erste Welle überstanden. Ach hey, jetzt kommt noch mehr. Oh oh. Gib mir die Kohle, gib mir die Kohle, gib mir die Kohle. Die haben da nicht so viel Munition. Dann behalten wir uns wirklich die Minigun, nur wenn jetzt hier so viel auf einmal kommen wie jetzt hier. Da ist es nämlich schon leer. Ein Minigun ist so OP, ist unglaublich. Du hast die zweite Welle überstanden. Okay, wir brauchen Leben. Das bekomme ich hier, sehr gut. Ach du Scheiße, hier die spawnen aber auch alle so eklig, gell? Weil irgendwie alle gefühlt gleichzeitig spawnen. Junge, Sweet, geh doch mal aus dem Weg. Der steht ab. Es kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass er hier schon wieder so vollkommen im Weg rumsteht. NPC-Verhalten ist wirklich... Puh. Hoffen wir echt, dass es wird in GTA 6 besser. Aber davon würde ich jetzt mal ausgehen. Zu Dealer. Da um die Ecke. Was ist denn der? Ey! Hä, Digga. Sag mal, hakt's? Was schießt denn du auf mich? Kleiner Dulli. Was ist das für ein Spiel? GTA San Andreas. Hast du schon mal gespielt? Das wohl beste GTA, was es gibt, würde ich fast behaupten. Bam, Headshot. Da hinten an der Ecke ist noch einer. Erobere jetzt das Viertel zurück. Jetzt müssen wir uns nur genug Borders finden. Klein ein paar Borders ab, um einen Bandenkrieg zu provozieren. Vor allem ist auch geil, du musst ein paar abknallen, damit ein Bandenkrieg losgeht. Einer reicht nicht. Ein Mord reicht nicht. Müssen schon mehr sein, nicht? Hey, guck mal, hier um die Ecke sind doch eigentlich immer relativ viele. Hm. Ich weiß nicht, Chat, wer von euch hat schon mal GTA San Andreas durchgespielt? So, jetzt geht's los. Ja. Oh Gott. Aua, Digga, was ist los bei ihm? Was ist los bei ihm? So, der hast die erste Welle überstanden. Immerhin etwas. Jetzt rennen wir mal ganz schnell hier rüber. Oh, da ist noch kein Leben gespawnt. Das ist natürlich schlecht. Du hast Sweet verloren. Oh, Digga, der rennt nur weg. Doch nicht meine Schuld, wenn der wegrennt. Und mir jetzt gleich wieder im Weg rennt. Digga, jetzt rennt er auch noch in meine Schussbahn. Zum Glück haben wir genug Munition hiervon. Nur warum spawnt hier jetzt kein Leben? Das wäre schon nicht verkehrt. Da hinten spawnt's. Junge, ist das so krank, wie die auf einmal alle spawnen. Damals war sie noch krass. Damals war sie echt noch krass. Oh, Scorpion Wax, ich bin dafür wieder krank. Also was ist krank? Mein Hals ist halt zu. Ein bisschen Ohrendruck, aber sonst. Du kannst ab sofort eine 5-Mann-Gang führen. Ein Traum. Damit GG in Chat, Freunde. Und es geht direkt in die nächste Mission. Kleine Aufmunterung, ich höre, du bist ziemlich down. Oh, so eine Crack-Dame. Oh, what the hell you doing? Shit. Junge, wie die aussehen, die Charaktere. Es ist so buggy, ist unglaublich. Er begibt sich zu Pete Dumps Haus. Ein Auto. Gib mir dieses Fahrzeug. Ja, hallo. Ja, das ist die beste Abkürzung, die es gibt. Die muss man einfach kennen. Wenn du die kennst, dann hast du das Spiel im Prinzip verstanden. Aber du musst auch wirklich die verstehen, weil sonst... Boah, ist das nicht jetzt noch diese richtig ekelhafte Mission hier? Aus einer Bandenkrieg-Mission? Nee, doch nicht. Okay, never mind. Wo ist mein Auto? Hier. Gelaufen. Wo ist mein Auto? Und die da ist es. Besser ist das. Hey, Berlin! Berlin, mein Bester! Dankeschön für das erste Sub im April! Der erste, der im April subbt. Kuss, mein Bester. Vielen, vielen, vielen Dank. Das hier ist GTA San Andreas, Lukas. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Berlin, für deinen Sub im 6. Monat. Küsschen. Küsschen, Küsschen. So, jetzt müssen wir hier mal wieder... Ach, das war ein Kopf. Das war schlecht. Aber im anderen Tunnel auf der anderen Seite ist doch... Puff. Also wenn das nicht gereicht hat, um hier einen Bandenkrieg zu provozieren, dann war ich auch nicht. Ei,
Stache Fred auch direkt ein Prime dagelassen. Uiuiuiui. Stache, mein Bester, Dankeschön für deine 10 Monate Support jetzt schon. Holy moly. Danke dir, mein Bester. Oh, wir brauchen aber Leben. Sonst sind wir gleich weg. Da vorne ist Leben. So, warte mal, jetzt rennen wir nämlich mal kurz hier vor und gönnen uns das Leben. Weil sonst sind wir gleich ratzifatzi weg.de. So. Haben wir noch unsere Minigun? Jawohl. Die Minigun ist so geil in diesem Spiel. Du hast die zweite Welle überstanden. Keinen einzigen Gegner gesehen. Aber hey. Freunde, Chat, wer ist heute mit dabei, bis wir das Spiel durch haben? Wer spielt mit uns das Spiel heute komplett durch? Von jetzt bis zum Ende. Wer ist heute mit dabei? Swiss Fanboy. Ui, nice. Also, TikTok-Fraktion ist auf jeden Fall schon mal am Start. So nämlich. Guck mal hier mit der M4 können wir die aber wenigstens auf Distanz halten. Dieses Viertel gehört dir. Besser ist das. Och, ich wollte mir das Leben holen da vorne. Eieiei. Och, Junge. Oh, ich bin so down, ja, wollte schon sagen. Aber auch diese, also die NPCs stehen halt mehr im Weg rum, als dass sie helfen. Ja, spawns halt auch einfach ohne Deckung, ne? Ja, so falsch designt das Game. Ja, von hier kriegen wir die aber ganz gut. Sweet ist tot. Digga, soll ich jetzt noch auf die NPCs aufpassen oder was? Also, wenn der nicht in Deckung geht, was soll ich denn machen? Ist doch nicht dann nicht meine Schuld. Bro. Ich weiß noch, damals war das genau das Gleiche bei dieser Mission. Weil die einfach so verbuggt ist, es ist unglaublich. So, Sweet ist, komm mal mit in Deckung hier. Ja, besser ist das. So, jetzt holen wir uns die nämlich von hinten. Hier. Haben wir noch einer? Stell B-Tube zur Rede. Ah, dann. Say something. Hey, hey, nah. I had no choice. I was threatened. Seen this bullshit. Nah, man. I'm sorry, dog. Huh? Smoke's fucking crazy. He paranoid. Just sit in the house thinking other smoke. I can't. No. I'll shirt anyway. Bear, bear, get the. And I'll give you a whole quarter sack. Shoot him. The fuck is wrong with you? Diese Story ist so random zum Teil, aber auf eine gute Art und Weise. Und er despawnt einfach perfekt. Das nenne ich professionelles Gameplay. Wo Leute einfach spawnen und despawnen. Sehr gut. So, wir haben 2 Missionen. Einmal bei CJ und einmal bei Sweet. Ich würde sagen, wir gehen zu Sweet. Da können wir nämlich speichern und noch volles Leben nochmal bekommen. Ich glaube, das ist dann auf jeden Fall eine anständige Sache. Peppino, du kannst ja den Stream auf YouTube einfach laufen lassen, wenn du weg bist. Das wäre natürlich ein Traum. Franzi, herzlich willkommen auf TikTok. Vielen Dank für dein Follow auf TikTok. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, du hast einen schönen, freien Montag. Oh. Wir fahren jetzt mal zurück in die Grove. Schauen, dass wir dort einmal speichern und unser Leben regenerieren. Und dann machen wir Rambazamba. So nämlich. Welches GTA ist das? Hier ist GTA San Andreas. Eines der wohl besten GTAs aller Zeit, muss man sagen. Und wir spielen im Moment alle GTA-Teile nochmal durch. Bis GTA 6 halt rauskommt. Und jetzt sind wir im Moment... Heute machen wir GTA San Andreas fertig. Ich weiß nicht, hast du bestimmt schon mal von gehört. Gilt eigentlich so als das beste GTA aller Zeiten. Schauen wir mal, ob das auch so... ob ihr das auch so seht. Speichern wir erfolgreich. Jetzt haben wir nämlich auch wieder volles Leben. Besser ist das. Und dann können wir nämlich morgen mit GTA 3 anfangen. Und wenn es gut läuft, nächste Woche mit GTA 4. Wenn es gut läuft. Kann man GTA San Andreas online spielen? Nee. Am PC mit Mods, aber nicht, nicht so regulär oder so normal. Nee, leider nicht. Ich finde GTA 4 ist besser. Habe ich noch nie gespielt, Jakob, muss ich gestehen. Das ist der einzige GTA-Teil, den ich noch nicht, also abgesehen jetzt von GTA 1 und GTA 2. Der einzige GTA-Teil, den ich noch nicht gespielt habe. Zumindest nicht. Also schon, aber nur so die ersten 4 Stunden oder so. Niemals so richtig. Du guckst jetzt auf YouTube und auf Twitch den Stream. Alter, Jedi. Ehrenmann, wirklich. Sehr, sehr nice, wer alles auf YouTube Stream schaut. Sehr korrekt. Der Serbe, Dankeschön für dein Follow auf TikTok. Was geht? Was geht, was geht, was geht? So. Dann schauen wir da mal, dass wir hier das Viertel uns auch noch gönnen, nicht wahr? Knall ein paar Borders ab. Achso, das war hier die falsche Markierung. Hallo. So. Dann suchen wir uns noch ein paar Borders. Killen, holen uns auch noch das Viertel hier. Und dann haben wir die South Side hier eigentlich wieder für uns gewonnen. So, über viele. Oh fuck, das Auto explodiert gleich. Ja, okay, das war vielleicht etwas sehr offensiv. Das war vielleicht nicht so die smarteste Variante. Ich geb's ja zu. Okay, okay, ja, das geht auf meinen Nacken, ist in Ordnung. Das habe ich verkackt, das ist okay. Sweet, du nichts nutzt. Komm mal her. Dann fahren wir mal schnell nochmal rüber ins Viertel. Ey, Andreas, was geht mal besser? Alles klar bei dir? Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, wir müssen auch überlegen, wie wir es mit dem GTA 4 machen. Wir müssen mal dann schauen, ob wir GTA 4 auf dem PC spielen oder wie wir das machen. Digga. Gang War. Das können wir auch eigentlich hier, genau, relativ gut. Aus der Deckung. Die Frage, kommt die jetzt erst von rechts oder von links? Junge, Sweet, geh doch mal jetzt aus dem Weg, Mann. Hammer.
mehr Möglichkeiten gehabt, was Roleplay und so hatte, aber San Andreas tausend von Stunden gespielt, ja Mann. San Andreas war schon echt Kindheit. Aber wie viel wir das in der Schule auch zum Teil gezockt haben, weil es halt einfach auf den USB-Stick gepasst hat. Und du immer, wenn der Lehrer kam, einfach den USB-Stick rausziehen konntest. Und dann, ja, das Spiel halt abgeschmiert ist, aber du keinen Ärger bekommen hast. Stimmt, Andreas. Bei dir ist es dann, wenn es bei mir Kindheit ist, bei dir eher die Jugend. True. So, warte mal, ich glaube, ich nehme dann doch mal die Minigun kurz. Junge, sweet man! Diese Viertel einnehmen ist das Nervigste. Ja, es ist grauenhaft. Vor allem, es ist, oh Junge, schon wieder alles von vorne. Ja, es ist übel nervig. Es ist schon wirklich... Können wir froh sein, dass es das so in GTA 5 nur in einer abgespeckten Variante gibt, ne? In GTA 5 gibt es ja auch die Gangangriffe. Aber das ist wenigstens nicht so eklig gemacht, ne? Das stimmt. Oder die Überlebenskämpfe, aber dann halt auch nur in einem Job. Da habt ihr recht. Das interessiert sie einfach nicht. Es interessiert einfach nicht. Ja, aber das Problem ist, auf dem PC ist GTA 4 wohl ziemlich verbuggt. Dann muss man halt erstmal Mods installieren, damit das Ganze klappt. Also, weil sonst kann man das Spiel gar nicht spielen. Wer schießt denn auf mich? Ach, da. Gar nicht gesehen. Hey, Janina, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Lad nach, Junge, lad nach. So, jetzt geht's los. Gut, haben wir. Erste Welle haben wir. Können wir irgendwo eine Panzerung bekommen? Nee, ich glaube noch nicht. Eieieiei. Oh, aber... Oh, sweet, Junge, was machst du da schon wieder? Lauf mir doch nicht in die Schussbahn schon wieder. Meine Güte. Es ist wirklich völlig lost, dieser Junge. Nilegal, dankeschön für dein Follow, mein Bester. Auf Twitch. Herzlich willkommen. Bist gerade von TikTok rübergekommen, oder was? Spielst du auf PS3? Nö, wir spielen auf der PS5. Auf der PS5! Du hast Sweet zurückgelassen. Nee, der ist einfach nicht mitgekommen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Was kann ich denn dafür, wenn der Dulli nicht mitkommt? Ah, müssen wir jetzt nicht so tun, als würde ich ihn zurücklassen. Weil dann bin ich ja der Arsch. Aber er ist ja einfach nur zu inkompetent. Leute, haut doch gerne alle noch... Jetzt rennt er schon wieder weg. Ich trete... Und er rennt in die Menge und ist tot. Guck mal, er rennt wieder alleine in die Menge, stirbt und deswegen bricht die Mission ab. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, noch einen und dann haben wir es. Ah, da hinten kommt noch ein paar. Warte mal, nehmen wir den Minigun wieder. Alles weggemäht. Perfekt. Dieses Viertel gehört dir. Die Grove Street Family sind zurück. Besser ist das. Erobere ein weiteres Viertel. Wir schnappen uns aber erstmal die Panzerung hier vorne. Jetzt kommen die Cops und das interessiert einfach nicht. Lieben wir. Die Cops kommen und das interessiert sie einfach gar nicht. Und Leute, es fehlen nur noch 41 Abos auf YouTube und dann haben wir einfach die 155.000. Also die Leute, die jetzt auf TikTok sind vielleicht und noch nicht auf YouTube mit dabei, jetzt wäre eine super Gelegenheit, euch abzusichern, dass ihr auch rund um GTA 6 alles Wichtige mitbekommt und gleichzeitig uns dabei helft, die 155.000 zu knacken. Nur noch 41 Ehrenmenschen fehlen. Wenn das GTA 6 ist, bin ich Marcel Davis. Nein, das ist GTA San Andreas, mein Bester. Das hier ist GTA San Andreas. Warte mal, wenn ich in den Krankenwagen... Warum ist denn da noch irgendwas markiert auf der Map? Wenn ich in den Krankenwagen einsteige, bekomme ich Leben. War da nicht was? Ah, da war doch mal was. Junge, sweet, geh mir hier auf den Sack. Oh, Digga, steig ein. Warte mal, wenn ich mehrfach einsteige, bekomme ich dann auch mehrfach Leben? Nee, nur einmal. Verdammt. Verdammt und zugenäht. Hier sind doch ein paar Gangler. Weißt du, was geht? Du hast einen Bandenkrieg provoziert. Besser ist das. Moin! Echt sehr, sehr offensiv hier gerade. Oh, Junge, sweet. Drück mir doch jetzt auf die Pelle, Mensch. So, von da drüben kommen jetzt ein paar. Hö, die rennen ja weg. Kinder, nicht wegrennen, herkommen. Muss ich den jetzt hinterherfahren, die holen? Nur weil die abhauen? Nee, oder? Junge, sweet, Alter. Der will aber auch sterben. Der will doch wirklich einfach mir in die Schussbahn rennen. Du schaffst das, wir glauben an dich, Großer. Ja, Mann. Ich hoff's. Sag mal. Guck mal hier, wo die hinrennen. Guck mal auf die Karte. Wo meine Gegner hinhängen. Hinrennen. Was soll denn das? Bist du auf YouTube live? Ja, auf meinem Zweitkanal aber. Auf YouTube sind wir gerade live auf meinem Zweitkanal. Der heißt Es Kickt. Und sonst sind wir auf Twitch live. Komm gerne mal rüber. Von TikTok. Da freue ich mich. Du spielst GTA San Andreas auf dem iPhone. Auch wild. Habe ich auch ganz, ganz früher. Also nicht auf dem iPhone, aber auf dem Handy halt. Gib mir doch das Leben. Danke. Nee, Sweet, du läufst jetzt wirklich. Komm jetzt ran oder du läufst gleich. Kann ja nicht sein. So, erste Welle haben wir überstanden. Eigentlich ist es sogar ganz easy hier, das Viertel, weil du halt so eine Weite irgendwie hast. Wodurch man eigentlich relativ einfach... Oh, da hinten sind die. Kann ich die... Ah, nee, warte mal, das raucht schon, das Auto. Ach, 8 Schuss, das ist halt auch völlig für den Arsch. Und zum Teil, die NPCs sehen dich halt nicht mal und du kannst die halt auf die Distanz erschießen. Das ist eigentlich ganz entspannt dann. Besser als so enge Viertel. Dann ist die Frage wieder, wie kommt man da hoch, ne? Ah, indem man läuft. Ja, perfekt. Haben wir. Zweite Welle haben wir auch überstanden. Digga, wohin rennt der denn? Kind! Junge.
Junge, dieser Sweet, wirklich. Lasst mir einfach die NPCs, die mir helfen sollen, lasst die bitte einfach weg. Das hilft am meisten. So, wo kommen sie ans Reh? Geh schnell. Es, wo soll da hin? Problem ist, wenn ich jetzt hier hochrenne, kommt der Typ nicht mit. Ja, Weste, stimmt. Können wir noch holen. Da ist einer. Nee, das Problem aber, was hier mit Sweet ist, haben die NPCs ja auch. Guck, die denken, sie kommen hier nicht hoch. Und deswegen laufen, wollen die halt einmal komplett rumlaufen. Hier an der Seite, wo ich immer hochlaufe die ganze Zeit, da kommen die halt nicht lang. Yes! Dann haben wir das nämlich jetzt auch hier. Schnappen wir uns jetzt noch ein Car to go. Haha. Danke, Bro. Ich bin der Chef in der Gang, also gib mir mal dein Auto her. So nämlich. Hüppen wir hier runter, holen uns den Sweet wieder ab, der gar nicht so sweet ist. Ups. Upsi. Buff. Hier, gib mir den Fernsehwagen, der ist cool. Da kann ich live streamen. Dann können wir einfach live streamen. Hallo, guten Tag, hier ist CBC News auf Anton TV. Eben gerade wurden 3 Ganggebiete von dem gut aussehenden und starken jungen Mann CJ eingenommen. So nämlich. So und nicht anders. Bestätigen das auch lokale Medien. TF, da was geht, mein Bester. Dankeschön für dein Follow auf TikTok. Yep, nice. Okay, dog. I'm gonna get fools. Ah, Gott. Guck mal, ich bin auch schon grün angezogen, wie die Grove Street. 10k dafür bekommen, ist ja lächerlich. Also für den Aufwand hier 10.000. So, wir speichern aber mal, weil die Mission möchte ich unter keinen Umständen nochmal spielen. Sag ich euch, wie es ist. So, beat down. Jawohl. Hammer. Hast du schon GTA 6? Ich hab das hier. Ich hab das hier, mein Lieber. So. Dann brauchen wir ein Automobil. Beziehungsweise war ich in der Garage nicht immer noch ein Motorrad? Ja, siehst du mal, da schnappen wir uns doch. Das ist GTA 3. Das, was wir spielen, das GTA... Das ist GTA San Andreas, was wir hier zocken. Scorpion Wax, danke schön für deinen Sub im 4., mein Lieber. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Sehr korrekt. Sehr, sehr, sehr korrekt von dir. Vielen Dank. Hattest mal ein grünes Bandana wie in der Grove Street? Wild, Mann. Bist du... Hier, Santo, du guckst doch du bist doch schon fast also bist ja eigentlich ein Stammzuschauer von uns. Hast nicht Bock mal rüber auf Twitch zu wechseln? Auf TikTok ist das doch übel nervig, oder? Am Handy so Stream gucken, also, weiß nicht. Vor allem in Hochkant. Hältst das Handy quer, siehst du mehr. Aber das bringt halt leider nichts auf TikTok. So, und dann haben wir auch hier die Grove Street mal wieder etwas verteidigt, so nämlich. Dann fahren wir jetzt hier zu unserem Rapper-Freund. Und dann dürften das gar nicht mehr so viele Missionen sein, glaube ich. Hallo. Klettern. Jawohl. DJ, what's up, baby? This sunshine, you can do it for me, eh? Fucking no. So, oh Gott, jetzt rappen die wieder irgendein komisches Zeug. Das müssen wir uns jetzt mal nicht geben. Bring Matt Dark zum Videodreh. Wo ist denn? Ach, da ist ein Auto. Dann nehmen wir doch den Buggy, komm. Dann schnappen wir uns doch am besten hier direkt mal den Buggy und dann geht's einmal mit Vollspeed. Hoppala. Mit Vollspeed. Zum Videodreh. Ich will gar nicht so genau wissen, was die da für Videos drehen. Oh, will ich doch wissen. Vielleicht ist das doch gut, dass ich einen FSK 18 im Mode gerade am machen bin. Da habe ich vorhin schon die Skizze bekommen, aber war noch nicht so zufriedenstellend, um ehrlich zu sein. Uppala. Na gut, fahren wir halt hier unten rum. Oh, okay. Zu den Hinterwäldlern nochmal. Hallo, ihr Hinterwäldler. Guten Tag. Ups. Animiertes FSK. Nee. Wäre zu teuer, mein Lieber. Andreas, wenn du Sub wärst, ne, dann könnten wir das machen. Aber da du kein Sub bist, ist es leider außerhalb des Budgets. So nämlich. Kannst du mir machen? Ui. Brauchst du dann, soll ich dir das Gezeichnete dann geben? Und du animierst das? Ja, okay. Wie lange brauchst du dann dafür? Immer Sub? Nee. Oh mein Gott, wir fahren jetzt mit dem Luftkissenboot. Das gibt jetzt GTA 6 Vibes. Guck dir das an. Oh yes, Luftkissenboot. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Ey, dankeschön, nie legal für dein VIP, dein Mitglied werden auf YouTube. Vielen, vielen, vielen Dank. Klar, bin Sub 3 bis 3. April. Hä? Bei mir ist da kein, du hast kein Emote. Kein Logo bei mir dran. Ah, guck mal, wir sind auf Twitch live und er wird auf YouTube VIP. Ehrenmann. Unsub. Subscribe. Hä, lol. Ah, dann hast du nur die Dinger ausgeschaltet. Ja, weil du hast nicht vor deinem Namen, hattest du nicht das Logo. Aber wenn man auf deinen Namen draufklickt, dann hast du es auf einmal. Okay, ein bisschen komisch. Okay, dann never mind. Dann never mind. Ich will nicht, dass du gehst. Also bei mir, ich kann dir gleich ein Bild schicken. Bei mir wird es nicht angezeigt, bei dir. Bei allen anderen aber schon, deswegen. Nilegal, dankeschön für deine Unterstützung auf YouTube. Welche Mitgliedschaft hast du dir gegönnt? Das kriege ich ja hier nicht angezeigt. Aus dem Weg. Oh nein. Bitte kann das umdrehen von alleine. Nö, das war's dann auch schon wieder mit der Mission. Ei, ei, ei. Ja, gut, komm,
Hupsi, dupsi. Wie immer, also erst Sub, dann Abo. Vielleicht gibt es ja ab nächster Woche auch hier auf dem Zweitkanal seine Mitgliedschaften. Müssen wir mal gucken. So, gleich bricht die Mission doch sowieso ab. Ah ne, stimmt gar nicht. Die bricht nicht ab, weil das hier zu Ende ist. Das ist, die Mission ist hier zu Ende am Pier. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Auto schnapp, dann kann ich die Mission vielleicht sogar noch retten. Genau, wir spielen GTA San Andreas hier. Absolut richtig. Loffe konnte Finns Frage direkt beantworten. Sehr gut. Jetzt brauche ich nur ein Automobil. Ich hoffe, wir sind noch nah genug an ihm ran, wenn ich jetzt hier zur Straße renne. Also relativ Glück im Unglück gehabt. Ach ja, jetzt kommt der Junge. Aha. Seht ihr? Wir müssen nämlich nur bis hierhin. Oh, hä? An den Go-Kart-Teil kann ich mich gar nicht erinnern. Hä? An den Go-Kart-Teil kann ich mich gar nicht erinnern. Wild. Hast du weg, mein Junge. Das hier ist übrigens die Promenade, die ihr auch aus GTA 5 kennt, möchte ich anmerken, ne? Sah damals halt noch ein bisschen anders aus. Mit einem Go-Kart eine Treppe hochfahren. Oh, je, je. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße, du. Oh je, die Polizei denkt sich auch nur so, was geht denn hier ab? Schon wieder diese Verrückten. Oh Gott. Tut mir leid, die Dame. Ich wollte sie nicht umfahren. Es tut mir so leid. Bitte verzeihen Sie mir noch einmal. Ein letztes Mal, bevor Sie böse auf mich sind. Oh Gott. Hier, das ist der Juwelier links übrigens. Aus GTA 5. Sieht hier alles ein bisschen anders aus. Nicht ganz so nice wie in GTA 5. GTA 5 ist auch ein bisschen hübscher gemacht. Bin gespannt, wie es in GTA 6 alles aussieht. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Sorry. Ja, aber im Real Life geht die halt nicht dadurch, ne? Real Life sind halt auch Stufen. Also in GTA 5 ist das schon ein bisschen originalgetreuer. Ist das GTA 6? Nein, zum Glück nicht. Stell dir mal vor, das wäre GTA 6. Puh, das GTA San Andreas, mein Lieber. Ganz altes GTA. Und wir spielen aktuell, aber bis GTA 6 rauskommt, wollen wir halt alle GTA-Teile nochmal durchspielen. Und heute spielen wir GTA San Andreas fertig. Los Santos! Oh, Wasser ist leer. Hier ist der Walk of Fame. Wunderbar. Komm, schnappen wir uns mal hier drüben die Karre. GTA Kitty, ja, erzähl. Was hast du für eine Frage? Wie können wir dir weiterhelfen? Wie können wir dich glücklich stimmen? So, ich würde sagen, wir werden jetzt noch eine Mission machen und dann verköstigen wir mal das neue Holy, was am Mittwoch rauskommt. Bist mein Lieblings-TikToker. Oi, GTA News, das freut mich zu hören. Kannst ja auch mal gucken auf YouTube oder auf Twitch, ob ich eigentlich auch dein Lieblings-Twitch-Streamer oder dein Lieblings-YouTuber wäre, auf TikTok schon geschafft habe. Ich bin dein Lieblings-TikToker und jetzt lässt es erstmal ein Follow, oder? Perfekt, Bro. Gibt es GTA 4 auf der PS5? Nein, leider nicht. Leider nicht, aber vielleicht kommt es ja noch raus vor, so als Bundle irgendwie. Wer will. Vielleicht im Herbst noch so. Ist ja geil. So, gönnt euch mal die Cutscene, ich hol mir schnell Wasser. Bin sofort wieder da. So, auf Twitch heißt ich einfach Julex Twitch. Ganz kreativ. Boah, ich hätte schon gerne eigentlich den Bully von The Truth genommen, ne? Schon wilde Karre. Kann man nichts gegen sagen. Da kann man schon echt nichts sagen. Simon, was geht auf YouTube? Schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön echt an alle, die den Stream auf YouTube schauen. Den Stream im YouTube-Stream auf unserem Zweitkanal schauen. Sehr korrekt. Florian, was geht, mein Bester? Denn wir sind gerade dabei, auf dem Zweitkanal YouTube-Partner zu werden. Und das geht natürlich besonders gut über die Livestreams. Das hat übrigens, wir haben das ja erst angefangen vor, keine Ahnung, 2 Wochen oder so, auch parallel noch auf YouTube zu streamen, auf dem Zweitkanal. Und ich muss sagen, es läuft richtig gut auf die Wiedergabezeit bezogen. Wenn wir so streamen an den Tagen, machen wir dann so 80 Stunden Wiedergabezeit. Und das ist halt bei jetzt noch fehlenden 600 schon ordentlich. Und wenn du so an einem normalen Tag ohne Stream, machen wir es, glaube ich, so 30. Das ist also echt gut. Aber fast 3-mal so viel durch die Streams. Das ist schon echt eine sinnvolle Sache. Das war eine gute Idee damals. Bin von TikTok. Ah, Jason, echt? Nice, Mann. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen auf Twitch. Irgendwie gibt es richtig oft das gleiche Auto. Kann das sein? Ich glaube schon. Puff, irgendwas explodiert. Lieben wir. Oh yeah. Mission erfüllt. Nice, Mission erfüllt. Sehr schön. GG in Chat, Freunde. Ups, das war die falsche Taste. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die neue Holy-Sorte an. Denn, meine Freunde, Holy bringt am
Mittwoch eine neue Sorte raus. Ich weiß nicht, wer von euch hat alles schon mal Holy Energy probiert? Ein Partner von mir. Wer von euch hat das alles schon probiert? Wer kennt es? Und das sind ja normalerweise, und ich fand's krass, als sie die Idee rausgebracht haben, normalerweise sieht ja eine Packung so aus, ja? Sehen alle relativ ähnlich aus, so, und dann gibt's eben verschiedene Motive, aber im Prinzip von der Verpackung ja so. Und jetzt bringen die eine neue Sorte am Mittwoch raus, und jetzt haltet euch fest, Freunde. Die Giraffen, es ist einfach Grapefruit-Giraffe. Giraffen-Grapefruit, wie auch immer. Und passend dazu natürlich keine normale Packung, sondern eine Giraffenpackung. Einfach doppelt so groß. Ist das geil? Ist das geil? Bring einfach eine Sorte raus, die heißt Giraffe. Und dann ist einfach auch die Packung doppelt so groß. Feier ich extrem. Ich habe selber noch nicht probiert. Guck mal hier, so riesig ist die. Uiuiui. Mal aufmachen hier. Achtung. Moin. So, machen wir auf. So, voll Pulver eingeatmet. Ups. Und passend dazu ist natürlich auch der Löffel etwas größer. Es gibt auch einen giraffengroßen Löffel. Sehr wild, muss man schon ehrlicherweise sagen. So, wir probieren die neue Sorte jetzt mal. Und zwar öffnen wir dafür unseren Holy Shaker. Da ist stilles, kaltes Wasser. Dann nehmen wir hier so einen Scoop und packen den hier rein. Ja, jetzt ist die große Frage, jetzt müssen wir das Ding hier erstmal wieder vergraben. Warte, jetzt müssen wir hier das erstmal da drin vergraben, den Löffel. Das ist nicht so ganz durchdacht, muss ich zugeben. Ich krieg den da nicht rein. Ich muss hier ein Loch buddeln. Ich krieg's nicht rein. Wie voll ist die Packung? Oh, warte. Leider nicht randvoll. Bis hier so. Schon relativ viel Luft, muss man schon sagen. Weiß nicht, ob das sein muss, auch so aus Umweltaspekten. Aber ich bin eigentlich jetzt im Nachhinein relativ froh drum, muss ich gestehen, Sammy. Weil wie du siehst, ich habe echt Probleme, den Löffel da wieder reinzukriegen. Weil der zu groß ist. Das ist ein Giraffenlöffel. Ein Löffel? Das kannst du nicht ausdenken. Der ist doppelt, ist genau doppelt so groß von der Füllmenge wie die anderen. Einfach doppelt alles. So. Junge, ist das wild. Das ist doch mal ein Brummer. So. Okay, aber gegen meine Erwartungen ist die Grapefruit nicht rot, sondern eher gelblich. Dann probieren wir jetzt mal die neue Sorte. Riecht nach Grapefruit, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Ich bin nicht so der Grapefruit-Fan. Ja, schmeckt halt ein bisschen bitter, ne? Schmeckt halt nach Grapefruit. Ist ja auch die Sorte Grapefruit. Aber ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin nicht so der Grapefruit-Fan. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch nicht so meine Sorte. Aber es ist halt auch zum Glück nicht so süß. Weißt du, was ich meine? Also viele oftmals sind die ganzen Sachen ja so süß. Das nicht. Das ist schon eher, wie nennt man das, sauer? Bitter? Also bitter-sauer. Und so wie halt auch es sein soll bei einer Grapefruit, logischerweise. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr Grapefruit mögt, werdet ihr den auch mögen. Wenn ihr eine Grapefruit nicht mögt, dann wahrscheinlich eher nicht. Dafür ist es dann wahrscheinlich euch zu sauer. Das heißt, wenn ihr die Sorte probieren wollt, geht ihr einfach in Rewe, holt euch eine echte Grapefruit, probiert die und wenn sie euch schmeckt, könnt ihr euch die Sorte holen, wenn nicht, nicht. Ich habe doch erst letzte Woche bestellt und jetzt bringen die neue Sorte raus. Uff, das ist belastend, Janina, das ist belastend. Ich kann mal gucken, ob ich so... Ne, ich habe keine Proben von denen. Deshalb hätte ich gesagt, ich kann dir eine Probe schicken. Aber da ist, ja. Also, neue Sorte kommt nächste Woche. Was halt an der, wie gesagt, besonders ist, ist, dass es das erste Mal so eine XXL-Packung ist. Passend halt zur Giraffe, das feiere ich schon. Das ist halt echt was Besonderes. Geschmacklich, wie gesagt, Grapefruit muss man mögen. Wenn man Grapefruit mag, schmeckt's gut. Guck mal, jetzt kann ich sogar extra hier das extra höher stellen. Aber ich persönlich halte zum Beispiel den hier nach wie vor für meine Nummer 1. Also mit Abstand. Das ist mega lecker. Ich sag ja, wenn man Grapefruit mag, mir persönlich ist es ein bisschen sauer, glaube ich. Aber das ist schon öfters so. Ich glaube, das müssen wir jetzt einmal ein bisschen testen, ein bisschen probieren und nach der Zeit schmeckt's geil. Also wie gesagt, schmeckt gut. Das schmeckt nicht so süß, aber halt sauer. Das muss man halt mögen. Aber dann ist es sehr nice. Streamst du auch woanders, auf YouTube und auf Twitch, ja. Komm gerne rüber, würde mich freuen, mein Lieber. Okay, so viel zur neuen Sorte. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Was geht denn hier ab? Warum boxen die sich auf einmal alle? Leute, habt euch doch mal lieb. Tobi, hallo. Los Desperados. Ich sehe gerade, mein April-Scherz auf TikTok mit dem GTA 6-Ding hat einfach inzwischen 27.000 auf. Das ist so verrückt. Den Wahl mag ich auch nicht. Der ist mir viel zu künstlich. Ich glaube, das ist auch der schlecht bewertetste auf der Webseite, oder? Tobi, was geht? Rekrutiere ein paar Gangmitglieder. Ach so, oh. Ja, okay, wie ging das nochmal? Ich muss auf die zielen. Rekrutieren, genau. So, triff dich bei der Unity Station. Na dann. Einsteigen, meine Kinder. Einsteigen. Wir haben eine Mission zu erledigen. Ich weiß schon gar nicht. Also an die Mission erinnere ich mich jetzt kaum noch. Das ist so sehr Endgame. Oder? Wie viele Missionen kommen da noch? Nicht viel. Hi, Lukas. Lukas, mein Bester. Dankeschön für dein Prime. Im 13. Monat, Alter.
über ein Jahr jetzt schon am Start. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Oh, der kommt einfach mit einer Machete. Wie sagt man, kommt nicht mit dem Messer zur Schießerei, Junge, der kommt mit einer Machete. Was ist schon wieder explodiert? So, sind die einmal weggemacht hier. Die sollten echt mal alle Schießtraining machen. Das ist selten schlecht. Digga, wo schleicht der denn hin? Wo wollte der denn bitte gerade hinschleichen? Zum Pfannkuchenhaus oder was? Ja, ja, ja. Da wäre ich jetzt auch gern. Pfannkuchenhaus würde ich mich aussehen. Oh, so, oder so Waffelhaus. Oho. Ich muss unbedingt mal wieder Brownie backen. Der geht aus dem Weg. Oh, da oben ist auch ein Graffiti, was wir noch übersprühen können. So, haben wir. Müssen noch die beiden da hinten. Aber sogar nur. Doch, da ist noch einer. Aber wenn wir jetzt sowieso hier sind, dann. Ich habe kein Graffiti-Spray. Das ist schlecht. Mann. Ich dachte, ich kann das jetzt mal auf easy machen. Jawohl. So. Jawohl! Das war der letzte. Begib dich in die Gasse. Digga, hier explodiert schon wieder. Polizei interessiert's nicht. Sehr gut. Sehr gut. Wo ist mein GTA? Ja, mein Messer. Da ist es. Oh yes. Bleib in Caesars Nähe und räum die Gasse frei. Digga, wer schießt denn da mit einer scheiß Bazooka? Oh, wir haben einen Mann verloren. Laut nach. Jungs, wollt ihr auch helfen oder wollt ihr lieber... Ja, dumm rumstehen. Lieber dumm rumstehen? Gut, dann seid ihr jetzt hier. So. Jawohl. So, ist die linke Seite hier noch frei räumen. Ja. Jawohl. Digga, er schießt einfach mit dem scheiß Raketenwerfer. Gut. Haben wir. Let's fucking finish this. Dragon! Was geht, mein Messer? Wie geht's meinem Lieblingsdrachen? Digga, er schießt aber mit der... Ja, okay. Scorpion, wir müssen fast 50 haben. Mehr als 50, glaube ich. Wir müssen alles nochmal machen. Ernsthaft jetzt? Weil der gerade mit einer scheiß Bazooka da rumschießt und mich trifft aus Versehen. Auf 500 Meter Entfernung übrigens. Ernsthaft? Das ist ja frech. Leute, alle Rip in Chat. Es lief so gut gerade, wenn der Typ nicht wäre, der mit einer wahllos mit seinem RPG rumschießen würde. Was lernen wir auch wieder in dieser Mission? Schießt immer nur mit der Waffe, die auch die Gegner haben. Oder mit der Munitionsklasse. Damit du dauerhaft Munitionsnachschub kriegst. Oh yes, er kommt von hinten. Jawohl, so. Jawohl, haben wir. Ist das GTA 6? Nein, das GTA San Andreas. Ganz altes GTA. Hey, Icelux, dankeschön für deine Ostereier auf TikTok. Vielen, vielen Dank für deine Geschenke auf TikTok. Damit bist du die Nummer 1 auf TikTok. Oha, du verrückte Nudel, du. So, jetzt ab in die Gasse. Schusssichere Weste wäre noch ganz lecker. Puff. So, haben wir. Jetzt kommen sie von hinten. Genau. Nee, doch nicht. Noch nicht. Oh Gott. Und Pie Dragon. Pie Dragon lässt doch jetzt nicht. Icelux auf TikTok die Oberhand. Nein. Erstmal wieder Stärke demonstrieren. So nämlich. So, jetzt kriegen wir wieder sowas auf die Fresse. Achtung. Digga, können wir bitte erstmal auf den Bazooka-Heini gehen? Ja, jetzt ist die Bazooka schon mal down. Der Typ, der uns. Oh fuck, ich bin ja so low. Oh mein Gott, lad nach! Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal auf mein Leben. Oh. Holy shit. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier ist ein Haus. Ach, das muss ich kaufen aber erst. Ich schnapp mir, glaube ich, jetzt das erste Mal ein Auto und wir gehen mal speichern nach dieser Riesenmission. Ja, guck mal, wir müssen sowieso hin. Warum brennt auf einmal sein Auto? Du musst mehr Gang-Territorien übernehmen. Wieso? Ich muss gar nichts. Ich muss schon mal gar nichts. Aber ich fürchte schon doch. Wie ist denn das jetzt? Nur noch eine Mission, oder? Wir müssen jetzt hier ganz viele Bereiche einnehmen. Und dann können wir in die letzte Mission reingehen. Genau, hier ist nämlich gerade Bürgerkrieg. Genau, deswegen explodiert auch alles und alle drehen so durch. Deswegen müssen wir jetzt erstmal für ein bisschen Ordnung auf den Straßen sorgen. Und dann kommen sie in die letzte Mission, oder? Ja, deswegen fahre ich gerade in Unterschlupf. Oder habe ich das hier irgendwas falsch im Kopf? Nein, das ist natürlich kein GTA 6. Das ist GTA San Andreas, Freunde. Welche Richtung denn so circa? Meinst du den aus der Box, der neue? Applaus, Applaus für deine Worte. Junge, auf TikTok läuft Spendenbattle. Zwischen Pie Dragon und Icelux. Kuss. Danke euch beiden. Du musst mehr Ganggebiete einnehmen. Okay. Wisst ihr, wie viele? Aus einer Dose. Eis. Ich kann nicht, aber alle anspringen. Es wäre auch komisch, wenn jemand anderes da wäre, Dragon, außer du, oder? Wenn jemand anderes auf der 1 wäre, außer du. Das würde einfach nicht richtig aussehen. Dankeschön, Dragon, fürs Verschenken von einem Sub auf Twitch. Und damit wieder die Führung übernehmen und die Nummer 1 auch in diesem Monat anführen. Das erste Sub diesen Monat, was verschenkt wurde. Und dann auch direkt Platz 1 sein. So nämlich. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Kuss geht auf jeden Fall raus. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, mein Lieber. Sehr, sehr korrekt.
Und ich glaube, ab 5 gibt's eigentlich jetzt auch neue Musik. Gestern bei Philipp hat's ja leider nicht geklappt. Ich habe danach nochmal was probiert zu fixen. Insofern müsste das jetzt eigentlich passen. Es funktioniert! Es funktioniert! Wir bekommen andere Musik! Und Dragon ist eben nicht mehr die 1! Ha! So nämlich. Janina verschenkt 10 Subs auf Twitch. Vielen, vielen herzlichen Dank, Janina, für deine Unterstützung. Dirk, unser Drucker, ist völlig am Eskalieren. Alter, du hast ja schon ein Osterei. Sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Janina, noch 3 Stück und du hast die 100 geknackt. 3 Stück und du hast die 100 geknackt und dann dein exklusives neues Abzeichen. Vielen herzlichen Dank. Leute, alle, die einen Sub auf Twitch bekommen haben, bedankt euch dafür. Vielen, vielen Dank, Janina, für deine Unterstützung. Küsschen aufs Nüsschen. Oder wie kann man das bei Frauen sagen? Küsschen aufs Nüsschen? Das ist ein bisschen schwierig. So, dann um uns davon erstmal, gehen wir in die Nähe von dem Lebensding hier. Und, ey, oh, aber das Lied war nice. Ich liebe das Lied. Say my name. Buff. Du hast die erste Welle überstanden. Wir haben nur noch einen Schuss, das ist schlecht. Vor allem, das muss ich sagen, Janina kam gerade sehr unerwartet. Oh, wir müssen uns das Leben da vorne mal holen. Sonst sind wir gleich weg. Heute Abend noch GTA 5 online. Ich will es nicht ausschließen. Aber ich will es auch noch nicht bestätigen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gehen wir auch nochmal auf Julex Live später. Trinkst du gerne Kaffee oder mehr Tee? Nee, gar nichts von beiden. Also Tee eigentlich echt nur, wenn ich irgendwie Halsschmerzen habe. Kaffee gar nicht. Also wirklich gar nicht, null. Ich esse auch keine Schokolade, gell? Wissen ja auch viele nicht. Ich esse keine Schokolade. Außer so, also so Stracciatella-Eis oder sowas schon. Aber so eine, weiß ich nicht, so eine Schokoladentafel oder so ein Osterhasen jetzt oder sowas esse ich gar nicht. Say my name. Ich esse zu viel Eis, definitiv. Och, scheiße. Alle Waffen verloren, oder? Fuck, wir haben einfach alle Sachen verloren. Wann heute nur auf Twitch? Hä, wir sind doch gerade nur auf Twitch live, lul. Oh. Alle Waffen weg. Leute, rip in den Chat. Scorpio Wax verschenkt auch 5 Subs auf Twitch und damit sind wir im Hype Train Level 3. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die sich beteiligen. Alter, völlig verrückt. Junge Scorpion Wax, ich komme gar nicht drauf klar. Danke dir, mein Bester. Und damit bist du die Nummer 2. Auf Platz 1, Janina. Auf Platz 2, Scorpion Wax. Auf Platz 3, der Dragon. So nämlich. Wir müssen zum Ammunition. Warum sind hier eigentlich 2 Ammunition Stack nebeneinander? Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Waffe besorgen. Oder Waffen. Say my name. Zweitkanal zählt ja als nur Twitch. Was zählt ja als. Machen wir, gib Gas! Warum sind hier 2 Waffenläden so nah beieinander? Achso, das eine ist hinten da, die, glaube ich. Da, wo man Schießübungen hatte am Anfang. Weißt du, wie das geht, wenn man PC spielt und eine PS5 wenn hat, möglich, wie dann HSW freischalten kann? Also Spiel PC-Account mit PS5 verknüpfen. Du kannst auf der PS5, auf dem PC keinen HSW haben, gar nicht. Das gilt nicht. Ich brauche mal eine ordentliche Waffe, bitte. Keine Pistole. Was ist denn los bei euch? Kinders, ich brauche mal bitte eine richtige Waffe. Oh, besser ist das. Schutzsichere Weste. Nehmen wir euch sowas hier. Jawohl. Das Ding sieht stabil aus. Dann gehen wir nochmal zu Sturmgewehren. M4, ja. So, meine Kinder, jetzt geht's mal richtig los. Gib mir mal Munition, 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 Munition. Ich würde gerne eine Minigun kaufen. Hätten Sie da sowas im Angebot? So, vielleicht unter so als Sommerschlussverkauf oder sowas. Das wäre wirklich klasse. So, dann haben wir das. Granaten können wir noch ein paar holen. 15 reichen. Ja, passt, oder? Shit, das war gar nicht mit Absicht. Tut mir leid, Bro. Schnell raus hier, bevor es explodiert. Ja, wollte schon sagen. Wenn ich jetzt einfach direkt wieder reingehe. Och, der... Nein, nein, nein. Nicht festnehmen. Danke. Hat er wieder offen oder mag der mich immer noch nicht? Ja, der hat wieder offen. Sehr gut. Moin. Ich bräuchte mal bitte noch eine neue schusssichere Weste. Kennst du Paul Berger RP? Keine Ahnung. Nö, aber es... Digga, schon wieder. Es kann doch nicht sein. Aber ich würde jetzt mal stark vermuten, dass von iCrimex ein Server. Digga, hier, die rennen gegeneinander und erschießen sich gegenseitig. Was geht hier? Junge, was geht hier ab? Wir brauchen mal ein paar Gang-Leute, die wir killen können. Damit wir einen... Junge, was passiert hier? Holy shit. Gehen wir nochmal rein. Dann verlieren wir die Sterne wenigstens. Was passiert hier? Ich kann mir schon wieder eine Weste holen. Jetzt gehen wir mal vorsichtig raus. Digga, Nicole, die campen auch schon wieder hier. Wir müssen einfach einen Gang-Angriff starten, weil dann vernehmen wir auch automatisch die Sterne. Komm, gib mir mal hier mal ein paar Gang-Heinis. Gib mir ein paar Gangs. Nee, nicht zu schießen, was ist denn los bei dir? Völlig unfreundlich. Wo sind jetzt mal ein paar Gang-Mitglieder? Ich dachte, das wäre Gang-Viertel hier. Wo sind sie denn? Aha, hier nämlich. Bandenkrieg, sehr gut. Dann haben wir nämlich auch keine Sterne mehr, sondern können jetzt in Ruhe ein paar Gang-Leute wegknallen.
Und damit ist der Hype Train fertig. Vielen herzlichen Dank an alle Leute, die sich beteiligt haben. Riesiges Dankeschön für eure Unterstützung. Kuss. Vor allem Janina. Oh, Dragon. Ach, Dragon, eine Sekunde zu spät. Dragon, das war eine Sekunde zu spät, Mann. Sonst wäre es so im Hype Train gewesen. Ah. Dankeschön, Dragon, auch an dich für deine 5 Verschenkten. Kuss geht raus. Warte, da vorne brauchen wir das Leben kurz. Warte, einer kommt noch. Mein Bester, vielen, vielen Dank für deine 5 Verschenkten. Küsschen. Und alle Leute, die einen Sub bekommen haben, bedankt euch dafür. Das ist das Mindeste. Gibt es jetzt eigentlich noch irgendjemanden auf Twitch, der noch keinen Sub hat? Hat doch safe jetzt inzwischen jeder, oder? Schon ein bisschen lost, wenn man jetzt keinen Sub hat. Das Viertel gehört dir. Optimal. Reicht das oder müssen wir jetzt, brauchen wir noch mehr für die nächste Mission? Digga, was geht denn jetzt bei der Animation ab? Oh, 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 es brennt, es brennt. Zieh mich raus. Ich lauf. Was geht hier aber ab im Bürgerkrieg mäßig? Das ist ja ganz schrecklich. Völlig, völlig geisteskrank. Wer schießt denn jetzt schon wieder auf mich? Und Dragon nochmal 5. Jawohl! Das ging ja auch nicht, dass jemand anderes mehr als du verschenkt hat. Das ist ja auch wirklich, das geht ja gar nicht. Und jetzt haben wir schon wieder kein Leben. Ich dreh durch. Können wir hier mal nochmal schnell speichern und dann haben wir auch wieder volles Leben. Vielen, vielen Dank, Dragon, noch für nochmal 5 Verschenkte. Holy shit. Und damit bist du natürlich wieder unsere Nummer 1. So nämlich. Und nochmal 5 hinterher. Bro. Dragon, vielen Dank für deine Unterstützung, Alter. Jeder, der eins bekommen hat, bedankt euch. Das ist das Mindeste. Alter, das ist ja völlig geistkrank. Krank. Dragon, Janina und Scorpio Wack sorgen dafür, dass jeder auf Twitch einen Sub hat. Und werbefrei zuschauen kann. Ehrenhaft. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Bekomme ich mal ein paar Herzen in den Chat, bitte, für die 3. Junge, warum explodieren hier eigentlich ständig irgendwelche Fahrzeuge? Ohne Grund. Hier schon wieder Polizeiauto, was explodiert. Warum? Hä? So, wir speichern jetzt aber mal, weil dann haben wir wieder volles Leben. Wichtig. Hallo. Oha, Dragon, dein Dings hat sich geändert. Dein Abzeichen. 150 Verschenkte. Hast jetzt so ein goldenes Geschenkzeichen. Geil, Mann. Das sieht schon sehr geil aus. Ja, Piki hat einfach immer noch keins bekommen. Das tut weh, Bro. Twitch hat was gegen dich, ich merke schon. Bald Stammkunde beim Waffenladen, so oft du da kaufst. Ja, Mann. Echt so. Ich muss noch mehr einnehmen. Ja, nehmen wir doch hier direkt mal das Gebiet da am Strand. Sah eigentlich ganz schön aus. Ist auch nicht so groß, das geht vielleicht schnell. Wie viele muss ich einnehmen? Ha, Janina, die Scharfschützin. Sniped jetzt direkt auf Piki. Damit der werbefrei zugucken kann. Das war der Einzige, glaube ich, der sich gerade Werbung geben musste. Vielen, vielen herzlichen Dank, Janina, für das Verschenkte. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, Janina hat jetzt aber auch ein schönes Zeichen. 50 Verschenkte hast du als Abzeichen. Oh, bald hast du die 100. Bald hast du es geschafft. Die magische Grenze. So, jetzt brauchen wir aber hier mal jetzt ein paar Gangster. Wo sind denn die ganzen Ballers? Ich finde die Ballers immer auch ein bisschen schwierig zu erkennen. Weil die halt lila sind und relativ dunkel angezogen. Ach, da war doch einer. War nur einer, ich brauche mehr auf einmal. Warum brennt hier schon wieder alles? Junge, was geht denn ab? Ich habe einen Stern und die kommen ungefähr 200 Cops. Junge, was geht denn hier ab? Ich möchte anmerken, das ist das normale Spiel, ne? Das ist jetzt noch kein Cheat oder irgendwas. Ja, gib mir jetzt mal einen Baller bitte, damit ich hier einen Gangangriff starten kann und die Sterne verliere. Bro, Junge, was willst du denn machen? Ja, wieder keine Waffen, Alter. Das brennt auch, das Auto. Alle Autos brennen. Oder ich weiß es nicht. Also, kapiert ihr, was abgeht? Wie GTA Online? Ja, Mann, es ist halt einfach GTA Online, aber im Singleplayer in GTA... Also, ich verstehe... Irgendwie ganz komisch. Es ist wirklich völlig komisch. Weiß ich auch nicht. So. Jetzt machen wir bei unserem Waffenladen des Vertrauens. Schau mal, was passiert. Guten Tag, ich bin's mal wieder. Ich bräuchte von Ihnen bitte einmal... Hö, der hatte vorhin andere Waffen im Angebot. Aber gut, von mir aus. Ich bräuchte mal hier ein bisschen Power. Ich bräuchte ein bisschen Granate. Bisschen Granatas. Ah, danke schön. Wir verstehen uns sehr gut. Ich bräuchte eine schusssichere Weste, bitte. Da fühle ich mich irgendwie besser. Junge, ist das Ding hässlich. Aber gut. Haben wir. Ich Sturmgewehre. Eine M4. Und da mal ordentlich Munition für. Das ist schon so eine der besten Waffen. Ne? Minigun ist nochmal krasser. Aber das ist schon ganz ordentlich. So, und dann. Haben wir's. So, wir haben auch diesmal keine Sterne. Heißt, wir können halbwegs sicher hier raus. Und uns jetzt mal, also irgendwie so die Ausgangslage ist gerade schon ein bisschen angenehmer. So, und dann fahren wir nämlich hier jetzt in das nächste Lila-Gebiet. Oh, links, rechts ist Wurst, glaube ich. Eh umdrehen. Ach, das ist die Brücke. Junge, der... Jetzt kommen die Sterne wieder, ich drehe durch. Wir fahren jetzt einfach hier ins Lila-Gebiet. Sobald wir da ein paar Gang-Leute sehen, werden die abgeknallt und fertig. Und dann sind wir auch im Gang-Angriff, was dann wiederum bedeutet, dass wir keine Sterne mehr haben. Ah, da waren noch welche, oder? Da war noch gerade... Baller. Digga, Cops aber auch wirklich. Junge, es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder brenne. Von was denn? Von welchen Schüssen brenne ich jetzt bitte? Es ist...
Junge, jetzt gib mir doch mal ein paar Ballers zum Abknallen. Damit ich in diesen schönen Gangangriff reinkomme. Der, da klaut einer den Fernseher, alles klar. Es ist wirklich Endzeitstimmung des Todes. Ja, Bandenkrieg, endlich. Also es ist halt so traurig, dass man sagen muss, der Bandenkrieg ist halt einfacher als einfach nur der friedliche Free Room. Und dann hast du Gegner auf der Map angezeigt, aber zusätzlich zu denen, die auf der Map angezeigt sind, kommen halt noch andere dazu. Erste Welle überstanden, perfekt. Oh, guck, die sind mir jetzt nicht auf der Map angezeigt, sind aber auch Baller-Gegner, die, wenn ich sterbe, ich sterbe gleich. Oh shit, Junge, ich brauche Leben da. Oh Gott sei Dank. So, da kommen wir schon die nächsten. Jawohl, Double Kill, jawohl. Huh, yippie. So, jetzt kommt die dritte Welle. Haben wir. Die Frage ist, wie viele muss ich jetzt holen? Wie viele Gebiete? Damit wir die finale Mission uns so machen können. Respekt erhöht. Ah, wir könnten natürlich auch eine Gang holen. Das wäre natürlich auch nochmal einfacher dann, ne? Haben wir hier Munition noch? Schnappen wir uns mal das Auto und fahren direkt hier eins weiter ins nächste Gebiet von den Ballers. Ballers sind mir am unsympathischsten. Da holen wir uns jetzt alle Gebiete. Also, alle Gebiete, die wir brauchen, holen wir uns von Ballers. Aber guck mal, da, ich kann jetzt so eine 6-Mann-Gang anführen. Dann mache ich das doch. Dann schnappe ich mir doch, guck mal, da vorne stehen auch schon Ballers rum. Rekrutieren. So, jetzt sind wir ganz viele. So, jetzt gehen wir da rüber. Und da habe ich doch eben ganz viele Ballers gesehen. Und jetzt wird hier Stress gemacht. Da, guck mal, da ganz vorne. Ah, nee, hä? Oh, das ist ja Growth-Gang-Viertel. Das bringt mir nichts. Meine Kollegen haben keine Lust mitzukommen. Alles klar, die laufen lieber hier die Parallelstraße. Auch gut. Eieiei, Julius, was geht? Die Stadt eskaliert ein bisschen, ja. Echt so. Frage ist bei Rum. Brumm, brumm, brumm. Da sind wir, oder? Ach komm schon. Löst doch jetzt mal hier einen Überfall-Dingsbums aus. Ach nein, jetzt haben wir 2 Sterne, verdammt. Tut mir leid, Gang, dass ich euch jetzt hier mit den Sternen allein lasse. Ich muss hier aber jetzt mal schauen. Hä? Wo sind denn jetzt mal Gang-Heinis? Hä? Guck mal, das ist doch Ballers hier. Junge, die Cops, es ist ja wirklich so nervig. Du sollst einen Bandenkrieg anzetteln. Machst du das? Geht aber nicht, weil du dann direkt wieder 3 Sterne bekommst. Und die dich komplett wegbumsen. Weil sie ungefähr schon bei einem Stern mit ungefähr 12 Autos kommen. Und Helikopter und was nicht alles. Junge, ich brauche jetzt mal bitte eine Gruppe Ballers, die ich einfach auf entspannt ein bisschen abknallen kann. Ja, musst du aufpassen, dass du nicht zwischendurch mal verhaftet wirst. Junge, es ist gar nicht so einfach, sage ich euch, wie es ist. Anubis, was geht? Hab ich nicht gesehen, alles klar bei dir. Da sind sie doch. Moin, Kinders. Wie geht's euch? Yeah, Bandenkrieg, danke. Danke, großer GTA-Gott. So, jetzt werde ich aber sterben, wie ihr auf meinem Lebensanzeige sehen könnt. Ah ne, da vorne ist ein Lebensding. Boah, ich werde so trotzdem so. Ja, sag ich doch. Das kann doch nicht wahr sein, was hier abgeht. Aber die Dings hat uns doch eben angerufen. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir jetzt in die nächste... Oh, Junge, es kann doch nicht sein. Alle Autos brennen, alles ist am Eskalieren. Du kannst überhaupt nicht spielen, weil es dauerhaft nur alles explodiert. Auto, vor allem, wenn der wenigstens geschossen werden würde, okay. Aber die Autos explodieren ja einfach so zum Spaß. Guck, die steigen auf einmal. Unser... Digga, willst du mich verarschen? Unser Viertel wird angegriffen. Das ist schlecht. Ich habe nämlich nicht mal eine Waffe. Können wir die Polizei nicht einfach anrufen? Ne, wenn ich mich da jetzt einsteige, werde ich festgenommen. Oh, ich habe nicht mal eine Waffe, ich kann unser Viertel nicht verteidigen. Doch, ich könnte einen Tod boxen. Digga, was will die denn, will der denn jetzt von mir? Verpiss dich. Meine wenigste Pistole. So, und hier wird unser Viertel angegriffen. Was ist hier los? So, wenn wir davon jetzt so 2, 3 killen. Ja, okay, die machen mich fertig. Guck auf mein Leben. Ja, ich sag doch, ich bin tot. Ein Schuss, ich bin down. So. Gibt's hier irgendwo Leben? Nö. Cool. 6 Schuss und kein Leben. Sowas liebe ich. Ist gut. Sei. Schlecht, nicht? Ja, ich mache auch gleich Gottmod-Glitch, sag ich dir, wie es ist. Aber ich habe Besseres zu tun als heute, jetzt hier die ganze Zeit nur darauf zu warten und zu hoffen, dass mal die Polizei nicht völlig am Eskalieren ist. Das ist einfach so schön, wie der Ammunition immer noch markiert ist. Einfach Ammunition ist immer noch markiert, das ist klasse. So. Hier ist echt Bombenstimmung. Ja, moin, der hat auf offener Straße einfach gerade einen Kopf abgeknallt. Besser ist es. Hallo, lass mich rein in die gute Stube. So. Ich glaube, ich rüste mich die ganze Zeit auch viel zu sehr aus. So viel Zeug brauche ich gar nicht. Nehmen jetzt einfach noch ein bisschen M4 und nehmen eine schusssichere Weste, das reicht. Ja, fertig. Ah, das hier ist GTA San Andreas. K-Hub. Ich verstehe auch nicht, warum alle Autos dauerhaft am Brennen sind. Wo hier alles explodiert. Aber ich habe auch das Gefühl, umso mehr Viertel wir einnehmen, umso schlimmer wird's. Was ja irgendwie zeigt, dass... Und so schlimm, wie es jetzt ist, muss das ja irgendwann zu Ende sein, so mäßig. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wir machen schon ganz gut Fortschritt gerade, so in der Story. Es ist nur ein bisschen Krampf, aber das war immer ziemlich Krampf. Justus von der West ist nur ein halber Justus. Ja, vor allem bin ich dann nicht besonders lange mehr in Justus.
Ohne Weste. Guck mal, hier ist so ein lila Ding. So ein lila Viertel. Das ist der Bahnhof wahrscheinlich. Oder? Das ist doch der Bahnhof hier von hinten. Da brauchen wir erstmal ein paar Ballers. Ja, Güterbahnhof ist das. Aber es sind irgendwie wenig Gegner. Wir brauchen dann wieder so ein Grüppchen Ballers, so wie immer. Die stehen doch immer zu 4, 5 rum. Da kann man dann immer wunderbar Gangangriff auslösen. Da vorne, guck mal hier. Das ist doch genau das, was ich gesucht habe. So, Copy Cops, ich habe jetzt echt keine Zeit für euch. Ich muss hier kurz einen Gang-Bandenkrieg auslösen. Die Cops helfen mir sogar. Die Cops haben mir sogar geholfen. Doch, mein Freund und Helfer. Die Cops helfen beim Einnehmen von Ganggebieten. Lieben wir. So nämlich. So, da hinten spawnen die. Ist auch so geil, wie die NPCs spawnen, die Gegner. Da musst du die, wenn es einmal läuft, ist es ja jetzt nicht so unbedingt so schwer, ne? Also man muss die einfach auf Abstand halten. Und dann ist das schon absolut machbar. Das ist nicht so das Problem. Es ist eher das Problem, die auszulösen und da erstmal hinzukommen. Weil bis dahin killen irgendwelche, warum auch immer, explodierenden Autos sich einfach. Guck. Dieses Viertel gehört dir. Perfekt, nur ich habe kein Auto. So, war volles Leben und Panzerung. Besser ist das. Wie viele Viertel müssen wir denn haben, damit wir die letzte Mission starten können? Und ist das dann auch wirklich die letzte? Ich glaube, wir brauchen aber schon noch ein bisschen mehr. Am besten alle. Alle? Echt jetzt? Meinst du wirklich? Safe nicht. Ich brauche doch nicht alle Viertel. Das dauert ja 10 Jahre. Wally, was geht? Auf TikTok? Wie geht's dir, mein Bester? Wie geht's dir? Na gut. Mit Aztecas sind wir ja verbündet. Das stört uns jetzt erstmal nicht. Genau, die knallen nämlich auch ein paar Cops ab hier lieber. Wir gehen lieber mal hierher und suchen noch ein paar Ballers zum Wegballen. Freaky Gamer und auch Dragon. Dankeschön für eure Geschenke auf TikTok. Sehr, sehr lieb von euch. Ballers, wo seid ihr denn, ihr Schnuckiputzis? Ich möchte euch gerne eine Kugel zwischen die Augen jagen. Ich glaube, ich brauche 4, muss ich killen. Jetzt. Perfekt. Perfekt. Sagst du gleich noch GTA 6? Was soll ich denn da sagen? Lul. Was soll ich denn sagen zu GTA 6? Oh, shit. Habt ihr mein Leben gesehen? Oh mein Gott, renn mal hier um die Ecke, mein Lieber. Kein Bock, die jetzt nochmal machen zu müssen dann. So, in den Ecken ist ja eigentlich immer Leben. Dann holen wir uns das nämlich jetzt mal ganz kurz. Sein Lieblingsspiel, Tim. Nice. Oh, auf den Abstand. Ah, da vorne ist das Leben. Leon, was soll ich zu GTA 6 sagen, mein Lieber? So. Jawohl. Sehr gut. Guck mal, hier laufen wir einmal durch, dann sind wir reich. Schussi Reste gönnen wir uns hier auch noch direkt. Ein Traum. Dann killen wir jetzt hier noch die paar Möchtegerns. Und dann haben wir das doch auch. Die rennen weg. Was soll ich machen? Meine Gegner rennen weg. Hallo? Ist euer Viertel euch egal? Okay, dann gehört es halt mir. Auch gut. So, dann gehen wir doch direkt hier mal in die Nachbarschaftsadresse. Wir spielen auf der PS5. So geil, wie die alle Fernseher klauen hier. Guck mal, laufen alle mit Fernsehern rum. Schon echt nice gemacht. Was ist denn das hier? Komm ich sogar rein? Ja, mein GTA kann man ja nicht spielen. Das ist ja einfach ein GTA 5, die CD. Bisschen andere Verpackung rein gemacht. Destiny, hallöchen. GTA 6 ist doch noch gar nicht raus, mein Lieber. Wie soll ich denn das spielen? Das war ein April-Scherz, mein Lieber. Wir haben heute den 1. April. Eigentlich ist der 1. April perfekt, um so richtig hardcore ekelhaften Clickbait zu machen. Du kannst es immer verstecken hinter, war nur ein April-Scherz. Eigentlich smart. Ja, jetzt kommen die Gegner von der anderen Seite, war ja klar. Lukas, was geht auf TikTok? Wie geht's dir? Warte mal, wir halten uns hier noch ein bisschen auf Abstand. Ach, die sind außerhalb von der Hecke. Auch okay. Nein, das GTA San Andreas. Das ist kein GTA 6, was wir hier spielen. Also, wenn GTA 6 so aussehen würde, das wäre schon echt traurig. Mein Leben, ja, true. Da vorne ist... Echt nur, wenn die von zwei Seiten kommen. Ah, verdammt. Ah, du hast auch noch gesagt, Zepio. Und wieder einmal geht's rüber zum wunderschönen Waffenladen. Die Frage ist halt, ob es inzwischen reicht für die Mission. Oder ob wir noch mehr einnehmen müssen. Kann man jemand googeln, wie viele Bereiche wir eingenommen haben müssen? Wir haben jetzt schon einiges gemacht. Ja, stimmt, wir machen auch gleich Godmode. True. Die 1000 mal noch zu machen. Schauen wir mal, ob ich die Mission starten kann. Wenn nicht, machen wir Godmode und Waffenglitchen fertig. Waffencheat. Ja, Lukas, ich bin auf YouTube Live, aber auf meinem Zweitkanal. Kannst da sehr gerne zuschauen. Würde mich freuen, mein Lieber. Ja, Enrico, habe ich dir doch jetzt schon 5-mal erzählt. Mensch, habe ich dir doch jetzt schon so oft erklärt. So. Hat immer noch nicht gereicht, gell? Ich habe gerade nicht gelesen. Dann google ich doch mal direkt. GTA San Andreas Cheats. Immer noch nicht. Bis zur finalen Endmission muss man mindestens 35% der vorhandenen Bandengebiete einnehmen, ca. 21 Territorien, um die besagte Endmission durchspielen zu können. 35%. Ja, safe ist nicht mehr viele. Warte mal, das kann ich doch irgendwo nachgucken, oder? Safe steht das doch irgendwo kontrolliertes Gebiet. 19% und ich brauche 30, also ungefähr das Doppelte fast. Lieben wir. So, dann machen wir nämlich einmal hier. Nehme ich einfach einen Panzer, oder? Das ist nicht am einfachsten. Weil Dings gibt's ja nicht. So, jetzt haben wir schon mal kein Fahndungslevel mehr. Schnelles Gameplay, bla 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 bla. Volle Rüstung, volle Panzerung.
Jetzt haben wir auch Leben. Jetzt brauchen wir noch Waffen. Haben wir. Und dann würde ich sagen, damit das alles noch ein bisschen lustiger wird, gönnen wir uns einen Panzer. Erstmal bei JG Gaming bestellen. Hast du eben, oder was, Luca? Gönnung. Dann gönn dir. Aber denk an meinen Rabattcode, ne? Mein Rabattcode. Ha, beste. Du kommst auf deinem zweiten Account auf YouTube nicht rein. Wieso das denn? Lukas, was ist denn da los? Hatten wir das nicht da... Ich weiß nicht, hatten wir damals, als wir GTA San Andreas durchgespielt hatten? Als die Definitive Edition rauskam, auch mit Cheats das Ganze gemacht? Na, da hinten sind doch die Baller. Ja, das hat jetzt nicht gereicht. Das hat ihnen jetzt nicht gereicht, um einen Bandenkrieg auszulösen. Ernsthaft? Ha. Wo ist denn jetzt mal hier eine Crowd an Ballers? Dann steige ich halt kurz aus, knall die ab und sobald es losgeht, steige ich wieder in meinen Panzer ein. Auch okay für mich. Ich bin da ja nicht so. Ja, der Fortschritt geht weiter. Du kannst nur keine Trophäen mehr bekommen. Aber das ist mir ja relativ egal, um ehrlich zu sein. Ballers? Gibt's euch noch? Hä? Wo ist denn so ein komischer Baller jetzt mal? Ah, da hinten ist so eine ganze Crowd. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moin, Kinas. Ich hab da so ein Anliegen. Ich würde gerne euer Viertel einnehmen. Habt ihr da was dagegen? Nein? Perfekt. Dann knall ich euch nämlich jetzt ab. Oh, Bro, auf mich schießen würde ich jetzt wirklich an deiner Stelle gerade nicht empfehlen. Oh, wir sind ja schon Gegner. Da war ja was. Haben wir. Sehr schön. Muslim, was geht, mein Bester? Schön, dass du eingeschaltet hast. Und The Rager, dankeschön für dein Follow auf Twitch. Leute, die Leute, die jetzt neu vielleicht sind oder die noch auf TikTok sind, schaut doch gerne mal auf YouTube vorbei, auf unserem Hauptkanal. Da fehlen uns nämlich nur noch 35 neue Leute in der Community, die sagen, ich habe Bock auf GTA. Und dann haben wir unser Goal von 155.000 Abos auf YouTube erreicht. Das ist völlig krass. Völlig geisteskrank, aber wäre nice, wenn wir das heute noch packen würden. Haben wir, sehr gut. Dritte Welle. Wo sind unsere Gegner? So, perfekt. Das Viertel gehört uns. So nämlich. Bayer Leverkusen kriegt eine Sperrung wegen Doping. Echt jetzt? Lul. Hä, das ist so ein ganz anderes Viertel. Warum haben wir jetzt hier eben gerade... Waren die Ballers, die uns angegriffen haben? Warte mal, die holen wir uns doch jetzt. Nein, kill die jetzt mal nicht hier. Bandenkrieg, perfekt. Dann steigen wir nämlich wieder in unseren Panzer ein. Lalelu, nur der Mann im Mond. Und dann geht's los. Ist ein großes Gebiet, was wir hier einnehmen. Holla, die Wölfe. Man muss nur mal aufpassen, dass die eigentlich rausziehen aus dem Panzer. Das ist eigentlich die größte Gefahr. Nicht zu nah rankommen. Da ist die Steuerung in GTA 5 vom Rhino schon deutlich angenehmer. Haben wir. So. Schöne Kirche, muss man sagen. Haben wir. Sehr schön. Erste Welle haben wir. Woher der Panzer? Gecheatet. Seid ehrlich. Reicht jetzt. Also ich muss jetzt hier nicht auf Krampf irgendwie stundenlang die ganzen Dinger einnehmen. Also damit machen wir jetzt hier mal ein bisschen entspannter. Und es macht Bock. Ja, auch ehrlich. Dann bist du so Fußball interessiert, Julius. Ich muss sagen, Fußball ist mir wirklich relativ Wurst. Deswegen, puff. Sehr schön, das Viertel gehört uns auch uns. So nämlich. Ich habe die San Andreas-Dingsbums schon lange durchgespielt. Ja, wir auch. Wir auch damals, als es rauskam. Aber wir haben es jetzt nochmal angefangen. Aber werden heute fertig, hoffe ich. Denke ich. Denke ich aber auch realistisch. Einfach nochmal, weil wir machen so einen GTA-Marathon. GTA 6 erscheint schon nächstes Jahr. Mein Plan, alle GTAs komplett durchzuspielen. Das machen wir im GTA-Marathon. Jeden Montag und Freitag auf Julex. Genau, und wir spielen im Moment alle GTA-Teile nochmal durch. Unter anderem eben auch GTA San Andreas. Und da werden wir heute hoffentlich fertig mit. So, und jetzt wird erstmal unser Viertel angegriffen. Aber keine Angst, Kinder. Wir kommen euch zu Hilfe. Wir sind gleich da. Vor allem, die kommen da ja sowieso immer hier nur mit so einer Straßensperre. Und wenn wir die wegbomben, gar kein Problem. Das bleibt in unserer Hand. Natürlich bleibt es in unserer Hand. Warum tut das Spiel so verwundert? Ist doch klar, dass es in unserer Hand bleibt. Jemals irgendwas anderes erwartet? Wann kommt GTA 4? Wenn wir mit GTA 3 fertig sind. Also wahrscheinlich so nächste. Wenn heute GTA San Andreas fertig ist, der Plan. Dann morgen fangen wir an mit GTA... Ey! Dragon gönnt sogar einen 199 Coins Sticker. Sehr gut. Genau. Und dann ab morgen GTA 3. Das sollte aber in zwei, vielleicht drei Streams durch sein. Boah, und dann geht's los mit GTA 4, nicht wahr? Oder hoffentlich bis dahin der zweite GTA 6 Trailer. Das wäre natürlich auch sehr geil. Das hat dann natürlich erstmal Vorrang. Du findest GTA 3 kacke, ich auch. Ich mag GTA 3 auch nicht. Ist mir viel zu düster. Aber gehört dazu. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute einfach diese ganzen alten GTAs noch nie gespielt haben. Upsi. Freunde, ich gehe mal ganz kurz strullern. Ich bin sofort wieder da. Und dann geht's auch direkt weiter, okay? Aber gebt mir mal eine Sekunde. Die Leute, die jetzt noch nicht... ihr könnt ja in der Zeit einfach mal Ausrufezeichen Kanal in den Chat eingeben. Dann bekommt ihr nämlich einen Link zu all meinen Kanälen. Und dann könnt ihr mal gucken, wo ihr schon am Start seid und wo nicht. Könnt ihr euch mal selber überprüfen. Ich geh mal ganz kurz strullern, bin sofort wieder da. So, boah, da geht der Spaß, nicht wahr? Dominik, danke schön fürs Teilen vom Stream.
Sehr korrekt. Kannst nochmal einen Streamplan raushauen, wäre nice. Hab ich doch. Matze. Ist auf WhatsApp gepostet. Im WhatsApp-Kanal. Ist alles schon gepostet. So, dann machen wir den ganzen Spaß von eben nochmal. Cheats. Ach komm, lass mich doch mal in Frieden, komischer NPC. Noch nein, jetzt zieht er mich raus. Oh, ne, doch nicht gut. Achso, Waffen brauche ich aber trotzdem. Weil sonst bringt uns das wenig. Dann schauen wir mal, ob wir hier links irgendwo eine Gruppe Ballers finden. Dann holen wir uns nämlich das Gebiet hier als nächstes. Na doch, ich spiele kein Vogelperspektivenspiel. Das ist mir zu anstrengend, sag ich dir, wie es ist. Hast du wirklich GTA 6 bekommen? Nein, das ist ein April-Scherz. Schön wär's, ne? In ein paar Wochen oder Monaten, besser gesagt, können wir vielleicht das Video ernsthaft drehen. Sogar, ich habe die Packung sogar gar nicht mal selbst gemacht, sondern die hat einen Zuschauer gemacht und mir geschickt. Matze, hast du mal geschaut auf WhatsApp? Pascal, was geht? Oh Gott, Teammitglied. Beides irgendwie, ne? Da sind Ballers. Die größte Challenge aktuell besteht echt darin, einfach nur eine Gruppe Ballers zu finden, die ich abknallen kann, um Gangangriff auszulösen. Oh, Bandenkrieg, jawohl. Oh, der zieht mich raus. Oh, shit. Sag ja, das ist die größte Gefahr eigentlich, dass sie dich aus dem Panzer rausziehen. Das ist die größte Gefahr bei dem ganzen Spaß hier. So, das war die erste Welle. Schauen wir mal, wo die zweite spawnt. Vor uns. Buff. Oh, von so einem Panzer überrollt werden ist, glaube ich, auch echt unangenehm. Das ist schon echt unangenehm. Wird das was? So, Viertel haben wir jetzt auch. Wie viel brauchen wir? Pan 30%, habt ihr gesagt, ne? Kontrollierte Gebiete 4. Hey, immer noch erst 25. Das ist echt irgendwie nicht so viel, ne? 7 Gebiete brauche ich noch. Ach, Junge, das sind ja alleine über eine Stunde. Einfach nur die Gebiete zusammensuchen, ne? Pascal, das ist ein April-Scherz. Das sind aber 3 Ballers. Perfekt. Und Gangkrieg ausgelöst. Wunderbar. Boah, ist aber ein Riesengebiet, was wir hier machen müssen jetzt. Aber schön, wie die extra auf dem Bürgersteig laufen. Sehr gut. Vorbildlich. Riesig, das Gebiet hier. Sehr gut. Und schön, dass unsere Gang hier auch rumläuft, aber es einfach uns nicht interessiert und uns nicht hilft. Das ist schon wirklich frech. Doch, jetzt helfen sie auch. Besser ist das. So, haben wir. Jetzt letzte Welle. Mal gucken, dass man so ein bisschen seitlich auf die zielt, weil dann kann man das Rohr weiter absenken. Oh, jetzt habe ich meine eigenen Leute gekillt. Sorry. Er hat beschwert, dass sie nicht helfen. Jetzt helfen sie, dann habe ich sie gekillt. Perfekt. Die denken sich auch, Junge, für den Typen arbeite ich doch nie wieder. So, das Viertel gehört uns. Ich habe bei JG Gaming GTA-Dollar gekauft. 10 Millionen Dollar. Nice. Wann, Lukas? Wenn ich fragen darf. Wann? Wir brauchen jetzt eine Gruppe Ballers. So, jetzt bist du auch auf WhatsApp am Start. Sehr gut. Hast du gefunden? Da ist auch der Streamplan. Den habe ich extra da vorhin gepostet. Spielst du heute noch Einkaufssimulator? Ist eigentlich der Plan gewesen. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie voran wir hier kommen, ne? So, jetzt noch 6 Gebiete müssen wir noch holen. Hier einfach einer alleine. Haben wir. So. Ich bin gerade auch dabei, den WhatsApp-Kanal noch verifizieren zu lassen, dass man den auch endlich mal suchen kann bei Suche. Aber das ist irgendwie komplizierter, als ich dachte. Deswegen habe ich auch vorhin ein bisschen später angefangen zu streamen. Erst, weil ich da noch ein paar Tutorials geguckt habe. Oh, das ist sau der Abfuck. Pepino, warum? Also, ich verstehe nicht, was du damit willst. Oder, also, ich verstehe gar nicht, hä? Es gibt 2 Arten, wie ich streame. Entweder nur, also entweder mit auf Julex auf YouTube oder nicht. So, und wenn nicht, streame ich, und das ist das, was du meinst, nur auf Twitch. Aber das ist dann im Prinzip Twitch und Zweitkanal so. Das ist das Gleiche im Prinzip. Also wenn ich sage, ich streame nur auf Twitch, dann bedeutet das eigentlich einfach nur, dass ich nicht auf Julex streame. TikTok ist aber immer wegen Musik. Achso. Nee, wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Ah, verstehe. Tja, musst du mit der Musik vorneben nehmen, die ich dir vorsingen kann. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Wie ist GTA 6? Super. Siehst du ja, nur Grafik ist noch ein bisschen eingerostet. Oh, da vorne ist noch meine Ballers-Gruppe, die ich suche. Yippie. So, Kinas, hier bin ich. Papa ist da. Jawohl, Gangkrieg. Einsteigen. Ich glaube, wir sollten trotzdem gleich nochmal Leben einsammeln. Falls wir doch mal aus dem Panzer gezogen werden oder sowas, dass wir nicht instant tot sind. Erinnere mich mal dran, dass ich das nach dem nächsten Angriff mache. Nach dem nächsten Gebiet. Oder jetzt einfach auch schnell. Geht auch. Je nachdem, wo die jetzt spawnen, die Gegner. Ist direkt vor der Nase spawnen, vielleicht nicht unbedingt. Ah, easy. Haben wir wenigstens ein bisschen Leben nochmal. Auf Reserve. Junge, das... Ach du Scheiße, kam das unerwartet gerade. Dragon, da war ich ab. Ich war so konzentriert gerade, hier das Dings zu machen. Und völligst verwirrt. Siehst du, Pepino, da hast du jetzt auch deine Musik. Junge, kam das unerwartet. Oh. Dankeschön für die Musikeinlage, Dragon, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für die Musikeinlage. Gehörsturz. Ja, hatte ich auch. Das kam gerade echt unerwartet. Aber hey, du hast Musik bekommen.
Kannst du sagen, was du willst. Leute, alle mal Herzen in den Chat für unseren DJ. DJ Dragon. Lalalala. Unser Viertel wird angegriffen. Oh, oh. Zum Glück hier direkt nebenan. Dann ist das gar kein Problem. Dann können wir deine... Digga, kann das Fahrrad jetzt mal bitte weg? Ich überfall... Ich hänge hier, glaube ich, auf irgendeinem Fahrrad fest. Junge. Aha, die Vagos machen Stress. Na, okay. Das machen sie einmal. Vielleicht nicht mehr. Aber wenn ihr das hier wirklich ohne Cheats erspielen wollt... Boah, ist das Abfuck dann. Tja, die Grove Street hat halt einen Panzer. Das ist halt dumm, sich da ein bisschen mit denen anzulegen. Vor allem, wenn der Panzer gerade so 2 Meter weit weg ist, ne? La. Wie heißt du auf Twitch? The Real... ach nee, stimmt gar nicht. Julex Twitch einfach. Sorry, habe an meinen alten Namen noch gedacht. Ich hieß früher anders auf Twitch. Einfach Julex Twitch. Einfach Julex Twitch. Ganz easy. Hä, wo ist denn... Was sind denn hier die Ballers in dem Gebiet? Ich sehe da nur Grove. Warum ist denn das hier angeblich von den Ballers? Ich sehe da keinen einzigen Baller. Lul? Hä? Wo sind die denn angeblich? Ich sehe keinen einzigen Baller. Nur Grove... Aber es ist angeblich noch Ballers Gebiet. Was soll denn das? Naja, nehmen wir uns halt erst ein anderes. Spielst du mal wieder Casino heißt? Pff, aktuell nicht geplant. Also wenn die Diamanten drin sind, bestimmt mal wieder. Aber aktuell ist es ja relativ... So, sehe ich da keinen Grund zu. So. Oh ja, können wir mal wieder machen. Bestimmt. So, wie viel brauche ich noch? Seppio, du zählst, ja? So, Profilbild habe ich auf Twitch. Wie auf YouTube. Und auf TikTok überall. Oh shit, oh shit. Nice Musikeinlage, es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut, das muss man dir lassen, Dragon. Aber das, mit dem Lied müssen wir noch warten, bis das Spiel gleich durch ist, okay? Wenn das Spiel durch ist, wenn wir die Main Story durch haben, dann ist dein Moment mit dem Song. Aber es ist trotzdem ein sehr wilder Song, ja, Mann. Dragon macht den DJ heute, sehr gut. Oh, shit. Aber Ingame-Sound hört ihr schon, ne? Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, mein Gott, war das schon wieder knapp, dass sie mich rausziehen. Puff. Wie kann der eine Typ da drin noch leben, wollte schon sagen. Dadurch, dass man halt nicht so ein Fadenkreuz hat mit dem Panzer, ist das echt ein bisschen schwierig hier zu zielen immer, ne? Schon wieder gehört, Schurz. Das war laut. Echt, sind die so laut, die Sound Alerts? Okay, ich mach's jetzt mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen leiser. Beschwert euch bei Dragon. Der macht hier den DJ. Der muss den Pegel runterdrehen. Das war easy. Dieses Viertel gehört dir. Besser ist das. So, wie viele noch? Jetzt noch 3, ne? Oder, Seppio? Ja, perfekt. Okay, okay. Oh, endlich haben wir's dann. Schon ein bisschen ekliger Krampf hier, muss ich euch ehrlich gestehen, die ganzen Viertel einzunehmen. Ich meine, es ist eigentlich ganz cool, aber es ist schon, also wenn du so ein paar machen musst, aber es ist schon ein bisschen viel irgendwie. Ja, okay, warte mal, wir müssen ja nicht auf die Ballers, wir können ja auch hier auf die Vagos gehen. Wann hast du das gemacht, Lukas? Und ich hoffe mit meinem Rabattcode. Oh, Mann! Nur weil ich nachladen musste. Mann. Wir brauchen einen neuen Panzer. Kreis. Mann. Gut, holen wir uns da oben halt mal die Border-Gebiete. Es gibt kein God-Mode in GTA San Andreas. Das ist ja das Nervige. Es gibt kein God-Mode. Du kannst nur mehr Leben, also volles Leben dir wieder cheaten. Aber bis du den rausgesucht hast in den Cheat, bist du halt auch schon wieder dort. So, suchen wir uns doch mal hier ein paar Ballies. Balli, mach mal Balli. So ein Baby, weißt du? Klingt wie so ein Baby, wo du machst, mach mal Pupsi. Mach mal Balli. Niff Plays TV, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oder dass ihr eingeschaltet habt. Du, ihr, wir, er, sie, es. Schön, dass ihr dabei seid. Dankeschön für euer Follow. Oh yes, guck mal, da ist eine riesen Baller-Traube. Das ist genau das, was wir brauchen. Ah, das GTA San Andreas hier. Ganz altes GTA. Schön, wie sie mit ihrer MP eigentlich gegen einen Panzer kämpfen wollen, ne? Also, sie probieren es immerhin, nicht? Lukas, der ganze Stream kommt als Video online noch auf YouTube. Auf dem Zweitkanal. Boller. So nämlich und nicht anders. So, zweite Welle haben wir auch. Dann fehlt jetzt noch die dritte. Beim Panzer geht es halt schon deutlich am einfachsten und am schnellsten, ne? Puff. Alle auf einmal. Jawohl. Jawohl, Viertel gehört uns. Noch 2 jetzt laut Ballis. Wo soll alles explodiert? Ist wirklich Bürgerkrieg ist hier wirklich. Ey, schöne Gegend. Hier waren wir irgendwie noch gar nicht gefühlt. War echt schön hier. Also wirklich. Unser Viertel wird mal wieder angegriffen. Und natürlich am völlig anderen Ende der Stadt. Na gut, dann fahren wir halt dahin. Wenn wir auf die Karte gucken, da ist schon viel grün inzwischen. Viel auch noch gelb, weil mit gelb haben wir uns irgendwie gar nicht angelegt. Aber Ballers gibt es halt einfach nicht mehr. Die probieren jetzt zurückzukommen und uns unser Viertel wieder abzuknüpfen. Pass auf, wenn sie sich nicht benehmen, komme ich aber gleich. Nicht mit dem Panzer, sondern mit dem Kampfjet. Guckst aktuell Peaky Blinders. Oh, nice. Habe ich aber zwischendurch irgendwann aufgehört. Irgendwie 2, 3 Staffeln oder so geguckt und dann habe ich irgendwann aufgehört. Hat mich dann irgendwie nicht mehr gecatcht. So. Jetzt müssen wir das nur mal verteidigen hier. Nicht, dass wir das gleich wieder einnehmen müssen. Das ist nämlich immer anstrengend. So, wo sind sie? Da vorne. Die Kleinen möchte gerns, hä? Komm mal her hier.
Ihr schießt auf meine Leute, was ist los bei euch? So, nix gibt's. Oh, können wir bitte das Viertel einnehmen, wo es die Pizza gibt? Sehr gut. Ich hab so Hunger auf einmal schon wieder. Nächstes Donation Goal, Burger. Burger! Oder KFC, oh. So, wo sind denn hier mal ein paar Bollies? Bolli! Da vorne an der Ecke. Oder ist das Grove? Könnte auch Grove sein. Ich habe eine lila-grün-Schwäche. Ne, jetzt sind Azteken. Aber die sind verbündet. Die lassen wir mal in Frieden. Bolli, Bolli! Wo seid ihr? Wo sind die denn? Das kann ja nicht sein. Ah, da vorne. Hab sie. Da hast du Burger Pommes Song auf gar keinen Fall, Julius. Das ist wirklich das Peinlichste, was ich gesehen habe in den letzten Jahren. Ein No-Joke, da fand ich Wap Wap besser. Und das will was heißen. Wieso eroberst du alle Gebiete? Muss man für die letzte Mission in GTA San Andreas. Sonst würde ich das auch nicht machen, mein Lieber. Das kannst du mir glauben. Aber, oh, guck mal, wir laufen in der Formation. Das sieht immerhin cool aus. Ja, Feuerwehr, Krankenwagen, ich hab euch lieb, euch tue ich nichts. Aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, nicht, dass ihr in meine Feuerdings hier lauft, ne? Das wäre ein bisschen unglücklich. Aber ich probiere euch nicht zu treffen, okay? Oh. Ups. Tja, die Parodie von TJ war wild. Ja, fand ich jetzt nicht so witzig, um ehrlich zu sein. Also, wir haben es uns ja im Stream angeguckt zusammen, damals. Weiß ich nicht. Aber ich fühle auch den Humor von TJ nicht wirklich. Deswegen, das ist, glaube ich, sehr persönlich. Also, es ist ein sehr persönlicher Geschmack, glaube ich. Ich vibe jetzt nicht so mit seinem Humor, muss ich gestehen. Aber die Grundaussage natürlich war richtig. Also die Grundaussage sehe ich genauso. Es war absolut, also es ist wirklich auf allen Ebenen verwerflich, dieser Pommes-Burger-Song. Also wirklich auf allen Ebenen. Da gab es eigentlich wirklich gar nichts Positives dran. Gar nichts. Das S auf der Karte dürfte die letzte Mission sein, ja. Solve, dankeschön für dein Follow, deine Geschenke auf TikTok. Sehr lieb von dir, vielen Dank. Ja, das müsste die eine der letzten, oder ist es die letzte? Sogar die letzte Mission, oder? Sepio, du kennst dich doch aus. Ist es dann wirklich die letzte Mission? Oder eine der letzten? Ja, die letzte Mission ist es dann. Oh mein Gott, Freunde. Dann schaffen wir heute echt GTA San Andreas komplett noch fertig zu machen. Yippie! So, wo ist jetzt unser letztes Baller-Grüppchen, das ich jetzt noch opfern muss? Da, perfekt. Ich hoffe, die zählen hier aber für... Oh, perfekt, dass ihr Leben ist. Ja, guck, aber hat nichts gebracht. Die sind nicht im Gebiet gewesen. Hab vor einer Woche noch GTA 5 durchgespielt. Oh, nice. Das machen wir auch noch. Das steht auch noch auf der To-Do-Liste. Aber erstmal kommen noch GTA 3 und GTA 4. Sehe ich ein Grüppchen. Hier ist ein einzelner Baller. Die sind auch nicht im Gebiet. Das bringt mir nichts. Ich brauche welche, die hier wirklich im Gebiet rumlatschen. Sonst gehen wir halt nochmal in ein anderes Ganggebiet und hoffen, dass wir da eher mal Gangmitglieder finden. Die wir abmurksen können. Ja, komm, wir gehen zum Klackenball. Da gibt es Chicken. Wenn uns der Chicken gehört, der Klackenball gehört, gibt es ganz viel Chicken. Polizei, Riot? Nee, lohnt sich überhaupt nicht. Völlig unnötig. Sei denn, du willst ihn haben für, weiß ich nicht, weil du ihn cool findest und du hast genug Geld, dann mach, Julius. Aber lohnt tut das sich nicht. Du kannst ihn nicht tunen, er ist langsam, hat keine Spezialfähigkeiten, ist so viel ich weiß, auch eine Explosion, dann ist er weg. Also ich sehe bei dem jetzt nicht so den Riesenvorteil. Guck mal, das ist doch ein riesiges Gebiet hier rechts von uns. Wie kann es denn sein, dass wir da keinen einzigen Border treffen? Ja gut, das ist alles Autobahn, aber trotzdem. Oder Kanal. Nee, Autobahn. Aber trotzdem. Hier müssen doch mal ein paar Gangmitglieder sein. Oder nicht? Also irgendwie ein bisschen schwierig mit den Herrschaften. Puff. Hier, da sind zwei, aber ich brauche drei und ich brauche es in deren Gebiet. Viel Polizei ist auf der Straße, aber die explodieren irgendwie alle vor sich hin. Hm. Hier unten wird ja auch kein Baller rumlatschen. Vielleicht da drüben ein anderes... Nee, das gehört dann schon wieder zu uns. Hä? Da ist eine Ballergruppe. So, das ist unsere finale Ballergruppe für heute, glaube ich. Beziehungsweise, wenn ich jetzt einen Anruf bekommen habe, dann ist doch safe. Wenn ich einen Anruf bekommen habe, ist doch safe schon genug, oder? Weil sonst, warum sollte mich jetzt irgendein Charakter sonst anrufen? Jawohl. Lukas, GTA 6, was geht, mein Bester? Dankeschön für dein Follow auf Twitch. Herzlich willkommen. Was geht, was geht, was geht? Buff. Buff. Wie geht's dir, mein Lieber? Darf ich fragen, wie du auf unseren Stream gekommen bist auf Twitch? Ich finde das immer sehr interessant, ob du von TikTok bist oder uns über Twitch gefunden hast. Ich finde es immer sehr interessant irgendwie. Zweite Welle überstanden. Das ist GTA 6. Nein, das ist GTA 6. Das allerechte GTA San Andreas. So, aber praktisch, wenn wir hier das letzte Gebiet holen, weil da sind wir auch nicht so weit weg von Sweet und der letzten Mission. Puff. So, jetzt fehlt da noch einer. Alter, Lukas! Oha, Lukas! Eben gerade... neu gefollowt und direkt 100 Bits da gelassen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, mein Lieber. Übel korrekt. Vielen, vielen Dank. Krass. Danke dir. So, dann dürfen wir jetzt genug haben. Dann dürfen wir doch jetzt genug haben. Wie heißt du auf Twitch? Julex YouTube. Julex Twitch. Einfach Julex Twitch. John. Komm gerne rüber, wenn du Bock hast. Dann würde ich sagen, Anruf annehmen. Ja, guck, jetzt können wir nämlich, wenn Sweet anruft, können wir. Dann speichern wir den ganzen Spaß einmal und dann gehen wir rein in die letzte Mission von GTA San Andreas. Dann haben wir es durch. Und dann machen wir noch den Casino Heist hier, würde ich sagen, oder? Als dann krönenden Abschluss. Hey, Sweet. What's up? It's time for smoke. Damn. Digga, wer schießt denn hier auf uns? Bist du eigentlich komplett deppert, Bro?
Du bist einfach in unserem Gangviertel und schießt auf... Manchen NPCs ist es halt auch nicht zu helfen, ne? Fahr zu Big Smoke's Crack-Festung. It's time for smoke. Oh yes. Hä? Das war doch ein grüner. Ein Marsmännchen. So, let's go. Smoke plague. What? Yeah, but just mine. This one for him. For moms, bro. For grocery, baby. Yeah, if you need me. Mach mal einen Döner, Anton. Bro, jedes Emote kostet 10 Euro. Da mache ich nicht einfach nur so einen Döner-Emote. Alter! Junge Lukas, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen vorher. Was war das? Holy shit! Warte mal, da müssen wir mal kurz anhalten hier. Oh, lol. Wir klauen von der Polizei ein Auto. Ein SWAT-Panzer. So sah der MTW, den wir auch in GTA 5 haben, mal aus. Warte mal, wir müssen mal eine kurze Pause machen. Was war das denn gerade auf TikTok? Lukas haut irgend so ein Galaxie-Ding rum. Mein kompletter Chat, Lukas, ist gerade wie ist so blau geworden. Hä? Was war das? Vielen herzlichen Dank für das Ding. Übel krass. Danke dir. Wirklich verrückt. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, mein Lieber. Mega nice. So, wir brauchen das Polizei-Ramm-Dingsbums. Wir brauchen das Ramse-Bumse-Ding. Ramse-Bumsen! Da. Können wir die Fechte uns ranschleichen, sodass die Polizei das gar nicht mitkriegt? Ja, 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 ja. Ja, und jetzt? Tschüss! Danke! Kann ich irgendwie schießen? Nee. Ah, das Wasserwerfer. Lul, Wasserwerfer. Beste. Come on, dance with me. Buff, die erstmal weg umfahren. Oh, was geht jetzt ab, ey? Oh, ich komm gar nicht hinterher. Ich komm völlig gar nicht hinterher. Boom! Lol! Was eine heftige Mission! Leute, das ist die letzte Mission aus GTA San Andreas. Was passiert hier? Holy moly! Juhu! Jawohl. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir sind erstmal... Nee. Junge, aber Double-Dingsbump hier ist halt auch krass. Da hinten ist eine Schusssichere. Die sollten wir uns definitiv mal schnappen. Und eine AK liegt da auch rum. Sehr gut. So deren Waffenschrank hier gewesen oder sowas, glaube ich. Vielen herzlichen Dank, Lukas, für deine ganzen weiteren Geschenke auf TikTok, genauso wie Dragon. Und ich habe auch gesehen, Nico, dankeschön für dein Follow auf Twitch. Und nie legal, einfach rausgehauen, nochmal 100 Bits. Vielen, vielen Dank, schönen Abend noch. Dir auch, wünsche ich dir auch. Vielen Dank für deinen Support, mein Bester. Ach, hey, yay, was geht denn hier ab? Jetzt geht er, jetzt wo es brutal wird. Warte, ich brauche eine andere Waffe. Kämpfen sie jetzt durch die Crackhöhle, um den Verräter Big Smoke zu kriegen. Joa. Double MP ist halt auch brutal, ne? Wenn man Munition dafür hat. Die haben wir nämlich nicht. Oh, fuck, wir sind auch fast tot. Soll ich einen Cheat nehmen? Bock das jetzt noch 5-mal zu machen. Aber sobald hier mal ein bisschen ruhiger ist, mache ich einen Dings-Cheat. Hat mir jemand ein Abo geschenkt? Ich glaube schon, ja. Was passiert hier? So, warte. Ich mache einen Dings-Cheat. Hier jetzt ein Patzer rein spawnen. Perfekt. Sehr gut. So, volles Leben. Digga, was passiert hier? Nie legal, haut einfach noch einen 100 Bits raus und auf TikTok geht es völlig ab. Lukas 150 Rosen und Dragon 121 Rosen. WTF, was passiert hier, Freunde? Ihr macht verrückte Dinge. Ich, alter Mann, komm doch gar nicht mit. Ich weiß gar nicht, was ihr da macht. Oh, shit. Bro, ich bin schon wieder fast down. Aber wenigstens Pistole ist, glaube ich, sogar besser. Warte, ich brauche, glaube ich, nochmal meinen Cheat. R, L, L, X. Ah, nee, fuck, war falsch. Puh. Wetten, Julian? Nee, nie legal. Nie legal. Also, hä? Ja, echt so. Ich bin völlig überfordert, was hier gerade passiert. Auf drei Plattformen gleichzeitig und ihr seid so verrückt. Ihr seid so verrückt. So, haben wir. Okay, Freunde, wir kommen dem Ganzen immer näher. Ja, doch ein bisschen schon vielleicht. Ich weiß auch nicht. So, hier geht's raus. Stockwerk 2, Drogenlabor. Jetzt geht's um die Wurst. Oder um die Crack-Pfanne eher. Okay, jetzt gibt's noch eine Schusssichere. Wichtig. Oh ja, Waffe wechseln auf die M4. Ist so viel geiler. Jetzt haben wir kaum Munition wieder. Von allen Seiten schießen sie auf uns. Freunde, wünscht mir Glück, bitte. Irgendwie was Explo? Nee. Oh mein Gott. Ah, ich kann deren Deckung zerschießen. Von wo? Ich überlege, ob ich sogar nochmal Cheats nehme. Gar keinen Bock, die Mission jetzt noch 5-mal zu machen. Haben wir? Holy shit. Da war irgendwas hochexplosiv. Ich finde die Animation so geil, dass er einfach einhändig mit einem Sturmgewehr laufen kann. Finde ich schon sehr cool, um ehrlich zu sein. Hä? Achso, ich muss hier einmal komplett außen rum, ne? Sehr nice. Aua, aua, aua. Rennen wir hier einmal außen rum. Rennen. Okay, da hinten ist Leben und Munition. Sehr gut. Huh, volles Leben. Sehr gut. Huh. Kurz durchatmen, Freundin. Kurz durchatmen. Das ist die finale Mission von GTA San Andreas. Die letzte Mission. Die da einfach ist. Dragon, dankeschön für deine ganzen Dingsbums hier. Dankeschön für deine ganzen Geschenke auf TikTok. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dragon ist überall am Start des Todes. Auf allen Plattformen ist er die Nummer 1. Es gibt keinen, der ihn überholt. Außer bei Tippy Stream. Tippy Stream, der hält sich komplett raus. Da ist er ganz langsam. Da ist er ein ganz ruhiger. Das ist mir aufgefallen.
Aber wirklich völlig geisteskrank. Dankeschön, Dragon, auch an dich. So, Stockwerk 3. Wir kommen dem Ganzen immer näher. Bahn dir einen Weg. Oh, shit. Ich glaube, das ist jetzt aber das letzte Stockwerk, weil wir müssen ins vierte und das hier ist das dritte. Oh, da ist ja noch einer. Okay, so. Krass, wenn die Gegner jetzt schon anfangen mit Doppel-MP. Dann weißt du, es geht ans Endlevel. Digga, was ist das denn für eine Statue da? Guck mal die Statue an. Das ist zwar saudunkel und schwer zu erkennen, aber trotzdem sehr wild. Boah, wenn ich jetzt nochmal einen Schuss gedrückt kriege, bin ich halt weg, ne? Boah, müssen wir der Munition hier einsammeln. So, Stockwerk 4, ja. Schnapp die Big Smoke. Holy shit, Freunde. Es ist die Endmission. Da zockt er ein bisschen GTA. Hey, Smoke. Hey, how'd you know it was me? The dog's coming and I don't give a shit. I'm here to take care of you. Interessiert ihn aber gar nicht. Where they at? Man, fuck this shit. Penny Slapdog Police, man. Oh, that's like the whole world. Smoke, you had... I made a CJ, I'm a success. I can't be touched. Weiß ich nicht, ob er so gar nicht getouched werden, kann. Safe, man kann ihn hier unten noch gar nicht umbringen. Digga, ich baller ihm jetzt so viele RPGs da um die Ohren. Ups. Fuck. Junge. Upsi. Ach du Scheiße. Was ist los bei dir, Bro? Ich dachte, hä, als ob die Cutscene jetzt keinen Safe Point hatte. Als ob ihm die Cutscene nicht gespeichert hat. Checkpoint war. Richtig dumm. Nee. Mit dem Klopfen kriegt er mich jetzt hier gerade nicht. Ich lass mich nicht veräppeln, Julian. Hast du es jemals geschafft, mich zu veräppeln? Ich glaube nicht. Danke für deinen Dono, mein Bester. Boah, ich mag die Shotgun in dem Spiel gar nicht. Die automatische ist geil, aber sonst bin ich da kein Fan von. Lieber das normale Gewehr nehmen. Digga, alles hat Auto-Aim außer die oder was? Das geht ja San Andreas. Wir brauchen Leben, Bro. Wir brauchen Leben. Julian. Guck mal, es ist so dunkel hier drin. Du erkennst die Gegner halt nicht mal. Du erkennst halt nicht mal die Gegner, ne? So, jetzt nochmal Animation hier. Die können wir skippen. Schön in deiner Ecke da hinten, Big Smoke. Du bist ja da hinten gegrillt. Kann ich ihn offiziell überhaupt schon umbringen? Nee, ne? Digga, er verliert halt auch gar kein Leben. Guck mal auf die Lebensanzeige von ihm. Er verliert halt gar kein Leben. Ich kann ihn, glaube ich, noch gar nicht killen. Ja, doch jetzt, aber nur mit normalen Waffen. Guck mal, nur mit normalen. Mit denen kriegt er einfach keinen Schaden. Der bekommt einfach keinen Schaden. Was ist denn los bei dem? Alle anderen hier sterben sofort, wenn sie nur im Umkreis von 200 Metern stehen. Und ihn interessiert es gar nicht. Seine Lebensanzeige, da passiert gar nichts. Und ein anderes Gewehr habe ich halt leider nicht. Aber immerhin gegen die normalen Gegner ist das ein... Ist das RPG echt wirkungsvoll? Oh je, es ist schon wieder soweit. Ich kenne die Cheats auswendig. Yes! Wo das Thermal-Dingsbums? Thermal? Hallo? Hallo? Wie kann ich das anziehen? Ah, so. Hallo? Mission verbuggt oder was? Ah, da hinten ist eine schusssichere Weste. Die holen wir uns doch direkt mal. So, guck mal, jetzt geht es nochmal voran hier. Buff! Finally, Alter! Finally! GG in Chat! Big Smoke wird jetzt eher Little Smoke, mein Lieber. Dead Smoke. Und die Cops. Carl Johnson, oh nein, nicht der Typ. Do me another favor. Blaskin, now this fat fuck stopping you. In here alive, man. Huh? Up and load the bag. Schon wieder der Koffer, den haben wir doch vorhin schon. Jetzt hast du es geschafft. Wir wussten es, du Profiküchen aufs Nüsschen. Aha, der haut mir dem Feuerwehrauto ab. Lost. You gone. I have to kill Carl. I ain't about to get your car and get beat to death. No, not to answer, Carl. Adimide, was geht? Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Kuss. Oh, I almost forgot. Verarscht. Oh. Oh. Boah, Paddy, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Nachtsichtgerät vielleicht doch nicht so wie... Ja, werden wir nicht. So, dann schnappen wir uns jetzt hier eine Waffe und jetzt gehen wir nochmal kurz hier auf Polizistenjagd, nicht wahr? Wie kommen wir da runter? Hier. Wieder den ganzen Weg runter. Eieieiei, schnell. Oh Gott, hä? Wir sind noch Gegner? Ich dachte, die haben doch eben alle kalt gemacht. Ja, jetzt wahrscheinlich kommen jetzt nochmal Gegner. Euer Chef ist tot, Jungs, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ihr könnt jetzt chillen. Dann brauchen wir deren Munition hier. So. Zeit, 6 Minuten. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen hier mit abhauen. Munition von euch nehme ich aber lieber. Oh Gott, hier brennt's ja. Hier ist ein Feuerlöscher. Den hätten wir noch mal leben lassen können. So. Warte mal, das Nachtsichtgerät können wir, glaube ich, ausziehen, oder? Easy. So. Holen wir uns mal das Leben kurz hier. Wir löschen hier mal kurz das Feuer ein bisschen. Hä? Komme ich jetzt hier runter? Ah, da hinten, okay. Okay. Nee, wir spielen heute kein GTA. Also weiß ich nicht. Doch, später gehen wir nochmal in GTA, ja, aber nicht sonderlich lang. Bisschen gehen wir aber, glaube ich, heute schon noch in GTA 5. Hab Bock. Heute machen wir XXL-Stream, wie ihr merkt. Digga, kann man das überhaupt löschen? Ach, Digga, jetzt schießen sie schon wieder aus allen Ecken. Bester Hammer an, perfekt. Gut, dann geht's den ganzen Bums. Ja, Nachtsichtgerät brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Jetzt wissen wir aber wenigstens, dass die Gegner sind. Gehen wir da. Huh?
Digga, es ist... Guck mal, das Mündungsfeuer ist so hell. Puff, man sieht nichts anderes mehr. So, rüpfen wir mal rüber, schnapp uns das. Lalalala. So, dann haben wir das. Haben wir, Munition, gib mir deine Waffe, guter Junge. So, jetzt haben wir wenigstens eine richtige Waffe mal, um die da unten alle noch fertig zu machen, bevor die auf uns schießen. Anstatt, dass man irgendwie erstmal guckt, dass man hier zusammen ra... Oh, shit. Ich hab's gerade gesehen. Fuck. Ah! Und noch einmal. So, gib mir mal deine Waffen hier. So, dann kommt jetzt noch einer hier um die Ecke. Jawohl, den haben wir. So, stammen uns noch von dem die Munition, von dem hier auch. Haben wir, so. Ah, das ist das Treppenhaus, stimmt, genau, so. Die Munition haben wir auch, jetzt kommt das Feuer, der Feuerraum. So, Leben brauchen wir eigentlich noch nicht. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal gucken, dass wir da unten ein paar Leute killen. Sonst schießen die gleich auf uns. Was irgendwie voll dumm ist, anstatt dass wir die erstmal probieren, dass die unser Feuer hier löschen, damit wir hier überhaupt rauskommen. Das wird uns ja übel helfen eigentlich. Aber nein, wir wollen die erstmal lieber killen, beziehungsweise die uns. Hey Stefan, was geht auf TikTok? Wie geht's dir? Schön, dass du eingeschaltet hast, mein Bester. Nicht alle Leute, die eingeschaltet haben, was geht. Freut mich wirklich sehr. So, das sieht doch schon mal nach einem ganz guten Versuch hier gerade aus. Jawohl. So, jetzt nehmen wir wieder eine Waffe. Run, Boy, Run mäßig. Sehr gut. Haben wir auch. Hier noch einmal. Feuerbekämpfung. Lalala. Bleib bis morgen früh um 10. Nee. Übertreiben wir aber nicht. Ah, ich kann hier lang. Oh, hier einmal aus dem Room. Das neue Feuerlöscher. Ich glaube, das war der Ausgang hier. Müssen nur rechtzeitig wieder auf eine Waffe wechseln. Bevor auf einmal Gegner bei der Tür stehen, so mäßig. So, haben wir. Das Leben, aber brauchen wir eigentlich gerade nicht. Haben wir eigentlich noch genug. Also die haben aber auch echt nichts Besseres zu tun, ne? Anstatt, dass die mal abhauen oder so. Ich meine, haben die gar keine Angst um ihr eigenes Leben? Also, gefühlt nicht. Meinst du, einen Molotow auf die werfen, bringt hier noch was? Okay, so. Von wo? Wo sind denn hier noch Gegner? Von wo? Bro, ich sehe die Gegner nicht. Oh, shit. Von wo? Ach komm, wir laufen einfach, scheiß drauf. Hier sind aber echt viele Feuerlöscher. Ja, was brennst denn du jetzt? Auch geil, dass wenn man brennt, dass der erste Schuss ihre Weste verreckt und dann erst man selbst. Finde ich auch gut. So, haben wir. Jawohl. Oh, Feuerwand, glaube ich, oder? Nee. Oh, episches Ende. Hui. Jetzt kracht alles zusammen, oder? Jawohl. Fette Explosion, das ist wichtig als episches Ende. Wow. Das erinnert mich ein bisschen an GTA 5, muss ich gestehen. Erinnert mich ein bisschen an GTA 5 hier, an die Mission mit Michael und Jimmy. Ich bin auch da, mein Freund. Oh, komm schon. Also, schöne Straße aber hier. Wenn man da nicht so durchrasen würde, könnte man hier bestimmt schön... Oh, shit. Hä, will er nicht auf uns drauf springen? Will er nicht aufs Auto springen? Oh, shit. Gas. Junge, was haben die mit ihren Molotovs hier? Und die Cops interessiert es gar nicht. Klassiker. Ja, soll ich den aufhalten oder soll ich ihn einsammeln? Ich glaube, ich soll ihm die Reifen zerschießen oder so, kann das sein? Gib Gas. Aber nur warten und hinterher. Okay. Aber irgendwie, jeder hat jetzt was gegen uns, kann das sein? Schon ein sehr episches Ende irgendwie. Wir fahren durch die Stadt, jagen den, der uns die ganze Zeit terrorisiert hat. Und die gesamten anderen Gangs machen hier voll die Action. Und alle werfen mit Molotovs auf uns. Das ist schon episch. Also, wir fahren nochmal so die Gebiete ab, die... in der Story eigentlich so am relevantesten waren. Die relevanten Gebiete nochmal ab, die irgendwie in der gesamten Story am interessantesten waren. Gibt's morgen GTA Online Stream, heute wieder. Also ich denke, wir gehen später nochmal in GTA Online rein, ja. Einfach nur hinterher, soll ich die sicher nicht irgendwie beschießen oder so? Hey, moin, Cop! Ah, die kämpfen. Oh mein Gott, habe ich ihn gerade gekriegt, zum Glück. Holy shit, war das Glück. Das war so Glück, da ich da gerade war. So, den haben wir. Ja, wer fährt? Da waren noch nur zwei drin. Sehr, sehr episch. Komm schon. Junge, alle greifen uns jetzt nochmal an. Das ist halt auch ein geiles Finale, ne? Die Cops nochmal als Gegner. Vargos nochmal als Gegner. Und gleich kommt safe noch die Baller oder so. Safe, oder? Siehst du, hier kommen die Baller. Ah, ne, Vargos sind das. Halt mal ab, nicht, dass wenn das explodiert, dass wir auch explodieren. Wäre ein bisschen unglücklich. Grüße. Digga. Also ein schönes Ende ist es nicht. Es ist aber sehr episch. Hui. Und ich glaube, damit haben wir es geschafft. Oh, wir haben es noch nicht geschafft. Nevermind. Jawohl, jetzt haben wir noch die Cops. Die Cop-Autos aber irgendwie sehr geil. Ja, die Mission ist auch irgendwie ewig, oder? Habt ihr es gerade gesehen? So, haben wir. Ey, der hat aber auch einen Platz gewechselt. Okay, die hören auf, uns zu verfolgen. Das heißt, wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Und dann landen wir gleich in der Grove Street. Sag ich ja, episches Ende. Da aufhören, wo alles angefangen hat. Nach GTA San Andreas heute, meinst du, oder generell, Oliver? Heute? Weiß ich noch nicht. Gucken wir gleich. Entweder Supermarkt-Simulator oder GTA Online.
Weiß ich ja nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, ist ja auch, wenn es ein bisschen später ist, ist auch nicht schlimm. That is the surest path to hell. Well, that are 15 microdots in it. Go get something to eat. Ja, Mann, endlich ist er weg. Das war echt nerviger. See you around, officer. Und einfach mit offenem Mund liegt er da. Und dann würde ich sagen, bisschen zu früh, Dragon! Bisschen früh, Dragon! Ein episches Finale irgendwie. Wie war die Musik? War die gerade zu laut oder ist okay? Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Going on tour, fam. Has anyone got a tissue, my dog? Yeah, I have. Over there. Carl. Finna hit the block. Oh, das ist. Jetzt hätte die Musik kommen müssen. Das war dann GTA San Andreas. Das wohl legendärste und beste GTA von der Story her zumindest, dass es jemals gab. Mal gucken, vielleicht wird GTA 6 besser, wir werden es sehen. Jetzt bist du richtig, mein Lieber. Junge, ist eines der legendärsten Songs. Also wenn jeder diesen Song hört, jeder Mensch auf diesem Planeten kennt doch diesen Song und denkt an GTA, oder? Episch, Leute. Ein riesiges GG in Chat. Wir haben GTA San Andreas damit offiziell durchgespielt und beendet. Holy shit. Wir müssen gleich mal gucken, wie viele Spielstunden wir in dem Spiel gemacht haben. Ich speichere erstmal, sicher. Und dann stellen wir uns nochmal vor die Tür. Das sieht irgendwie ein bisschen epischer aus. GG in Chat, Freunde. Und Dragon, danke schön für die Soundeinlage. Wir schauen mal direkt in die Statistiken. 16 Stunden haben wir gebraucht. Wir haben dieses Spiel jetzt 16 Stunden gespielt. Um es durchzuspielen. Mit 53% waren wir durch. Fettes GG in Chat. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die unsere Reise durch GTA San Andreas begleitet haben. Wir starten dann im nächsten Stream, also morgen. Also wir streamen jetzt noch weiter, ne? Keine Angst. Aber ab morgen geht es dann weiter mit GTA 3. Ich denke, das haben wir so in 2 oder 3 Streams durch. Das sollte nicht zu lange dauern. Ja, 4, aber jetzt auf jeden Fall nicht zu lange. Ja, und dann höchstwahrscheinlich ab nächster Woche GTA 4. Das wird nochmal dann lange dauern und dann hoffentlich irgendwann geht es dann Richtung GTA 5. GTA 5 Story freue ich mich am meisten drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee, sehr, sehr nice. Sehr, sehr geil. Gespeichert haben wir und damit haben wir auch GTA San Andreas. Jetzt offiziell abgehakt von unserem GTA 6 oder GTA Marathon.